Herzlich willkommen zurück im Ulysses Studio 4 für eine weitere Runde Ulysses Plötzt Spiele. Heute plötzen wir nichts Geringeres als... Da, 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 da. Boah, hier, guck mal. Bam. So. Wie muss ich das jetzt halten, damit das... Zumindest so. Hast du jetzt alle Seiten. Ja. Jetzt haben wir alle Seiten mal gesehen. So. Ja. Das schwarze Auge. Also falls ihr euch schon immer gefragt habt, was ist das eigentlich für ein Spiel? Ich habe da ab und an mal von gehört. Die reden hier manchmal bei Ulysses drüber. Wir reden immer genau von dieser Box. Weil da steht es nämlich drauf. Das ist nicht irgendwas. Das ist nicht irgendwie so ein Zusatzding oder sowas, sondern das ist das schwarze Auge. Ja. Punkt. Ende. Ja. So, wir erklären euch also heute Abend das komplette schwarze Auge. Stimmt, Felix? Ja. Alex, wie siehst du das? Ja, klar, natürlich. Sehr gut, wird doch. Ich meine, die Leute, die haben was gelernt. Ich bin sehr stolz auf euch. Genau, ich würde euch auch nicht vorenthalten. Hier, die Rückseite, weil ich finde, die ist großartig. Das ist doch genial, oder? Ich will nicht leugnen, dass ich versucht habe, das rauszuschneiden, um eure Gesichter draufzuschneiden. Aber es hat nicht so gut geklappt, weil die Qualität so schlecht war. Also ich finde, ein bisschen erkennt man da auch, dass das wir in früheren Jahren sind, oder? Könnte sein, so ja. Irgendwie. Ja. Also ich bin gerne der da, das ist völlig okay, immerhin darf ich schwarz tragen. Aber die arme Sau hier tut mir schon ein bisschen leid. Ja. Ja, also das ist, fuck, ich habe wieder gekokst. Oder ja, und Mami hat mir zu viel Sanostol gegeben. Das tut schon echt ein bisschen weh. Ja, aber so spielt man das schwarze Auge. Also hier, jetzt aufpassen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch das komplett anguckt. Haben wir für diese Runde auch Kinderhustensaft mit dem wir uns? Ich glaube, wir haben uns alle schon mit ein bisschen Kinderhustensaft im Vorfeld versorgt. Ja. Cheers. Genau, erstmal gucken, wer heute seinen pubertären Anfall hier kriegt. Muss man schon durchdiskutieren. Ja, also auf jeden Fall mit dabei haben wir heute den Felix. Hallo Felix. Hallo. Dann haben wir Premiere bei Plötzt, den Alex. Geht ja auch um das schwarze Auge. Hallo. Ja, das Unterstrich, schwarze Auge. Und last but not least, den Steff. Hallihallo. Der Steff ist heute nämlich hier die absolut allerwichtigste Person. Ohne den hätten wir das Spiel nicht. Das ist nämlich Steffs persönliches Originalspiel. Da haben sie auch die Figuren noch so schrecklich bemalt. Wann hast du dir das geholt? Als es rauskam, ich dürfte da 14 gewesen sein. Und wir hatten ja nichts, außer die Revell-Farben. Und ich konnte noch nichts. Außer Revell-Farben. Ja, und darum sehen die Figuren auch relativ schrecklich aus. Du hast wahrscheinlich richtig positive Erinnerungen an das Spiel, oder? So, sonst hättest du es ja nicht behalten. Oder? Ja, ich habe sehr, sehr positive. Das schwarze Auge, das war ein Brettspiel zum schwarzen Auge. Geil. Dann hatte es für 1992 so ein paar Komponenten. Das Ding hat bewegliche Türen. Das sieht man jetzt. Guck mal hier beweglich mit Angeln und so. Und hier die Geheimtüren bewegen sich. Geheimtür. Liest man die Regeln, ist das eigentlich total unnötig. Ja? Also braucht man nicht. Aber das war bewegliche Türen bei einem Brettspiel. Ja? Oder eben, du würfelst nicht mehr die Zugreihenfolge aus. Oder machst Schnick, Schnack, Schluck oder der Älteste beginnt. Sondern du schüttelst das Zepter. Du schüttelst das Zepter, die Kinderrassel. Und das gibt dann die Zugreihenfolge. Das machen wir übrigens jetzt den ganzen restlichen Arm. Der Steff steht da und schüttelt sein Zepter. Ja. Also das Gute ist, es hört sich auch super an. Ja, kommt gut rüber. Ja, es klappert. es klapperte die Klapperschlangen, bis ihre Klapper Klapperklang. Ne? Also ich hab viel Positives. Jetzt nüchtern im Nachhinein betrachtet, war das Spiel jetzt vom Prinzip her grottig. Cool. Okay, ich meine, dann seht ihr schon, was das also, da man kann seinen Spaß mit haben, aber wenn man mit Ansprüchen dran geht oder wenn man halt quasi die Anlehnung kennt, HeroQuest, dann ist das jenseits von Gut und Böse. Es ist da tatsächlich ein bisschen vom Hintergrund her, ne? Weil das ist ja als von Schmidt damals als Konkurrenzprodukt wirklich bewusst zu HeroQuest entwickelt und rausgebracht worden. Das sieht man ihm auch gar nicht an, weil es hat faktisch dieselben Miniaturen. Also, witzigerweise sehen auch die Orks aus, als wären sie direkt aus Games Workshop, von den Games Workshop Orks kopiert und sowas. Sie haben es aber trotzdem geschafft, es in einer Form zu verschmitt spielen. Die werden wir gleich noch merken. Also wenn ihr was kennt.
ganz bewusst an der Stelle auch nur kurz, um das zu sagen, wir sind ein wenig sozusagen unserer Zeit voraus. Wir spielen jetzt ein Spiel von 1992, aber wir sind der festen Überzeugung, es gehört definitiv noch in diesen ganz frühen Bereich an Spielen. Und zumindest ist seine Qualität nicht so schlimm gut, dass man es dann irgendwie schon in die moderneren Spiele reinrechnen könnte. Also es hätte auch wirklich gepasst, wenn es Ende der 80er rausgekommen wäre. Auf jeden Fall. Ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, dass vielleicht die Hälfte der Zuschauer noch nicht geboren waren, als das Spiel rauskam. Und das ist genau die Frage. Also, hallo, ich meine, bitte dich, ja. Aber warst du schon geboren, als Magic rauskam? Keine Ahnung, wann kam Magic raus? Alter, 93? Nee, definitiv nein. Ja. Ich bin 97er. Du bist so ein Yu-Gi-Oh!-Jager. Jetzt fühle ich mich ja sogar alt. Auch von Pokémon. Jetzt fühlt sich die Inge alt. Danke, Felix. Jetzt fühlt sich die Inge alt. Jetzt hast du die gut Inge, so, sehr gut. Jetzt hast du die Inge traurig gemacht. Ich mag deine Einstellung. Du lernst ja langsam was. Ist, du weißt, wie es ist. So. Leute dissen und so weiter. Also, hat das sehr gut. Ja. Hat sich sehr schnell eingelebt, ne? Der Mann weiß, wie es funktioniert. Mhm. Sehr gut. Also, wir sind ein bisschen unserer Zeit voraus. 92 ist das erste Mal rausgekommen und so weiter und so fort. Aber das wollten wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Nein. Jetzt kommt direkt die nächste Frage. Darf ich mich nochmal einmischen? Ja. War die Umfrage jetzt, wart ihr schon geboren, als es rauskam, oder kennt ihr es? Also ich denke mal, wir sollten beides umfragen, ja, oder? Finde ich beides sehr spannend, also, glaube ich. Wart ihr schon geboren, 92, als dieses Spiel rausgekommen ist? Das ist nicht unwichtig. Ich weiß nicht genau für was, aber es ist nicht unwichtig. Und dann natürlich die nächste wichtige Frage, habt ihr es schon gespielt, ja oder nein? Das wären die beiden Umfragen. Haben bestimmt noch mehr Umfragen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Alex. Der hat das nämlich auch gespielt, hat er mir verraten. Ich habe das nicht nur auch gespielt. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Rollenspiel tatsächlich, das Schwarze Auge, vor dem Brettspiel gespielt. Ja, okay. Da war ich auch noch sehr, sehr jung, aber habe ich gespielt. Und ich war natürlich hellauf begeistert von diesem Spiel damals als Teenager. Man muss auch ein paar Aspekte rausgreifen, die tatsächlich ganz cool waren. Es gibt ja später noch Erweiterungen, das muss man dazu sagen, die konnte man kombinieren. Ob das jetzt Sinn gemacht hat oder nicht, kann ich nicht mehr beurteilen. Das ist tatsächlich schon zu lange her. Aber man konnte das so ein bisschen aneinander stecken und über so alle drei oder vier Teile halt spielen. Das war ganz, ganz lustig. Ich glaube, das war so ein bisschen Wissen zu viel des Guten war, was mir jetzt aufgefallen ist, war, dass man das schwarze Auge als Symbol, glaube ich, in diesem Spiel überall verwendet hat. Sowohl in der Anleitung als auch auf diesen Goldstücken, auf den Fähnchen, auf dem Spielbrett, überall. Zeig mal die Fahne. Hier, Stichwort auf den Fähnchen, ne? Weil hier sehen wir nämlich auch direkt, also nur als Beweisstück, hier ist es falsch rum drauf gemacht. Hier hat der Steff das falsch rum dran geklebt. Steff war noch jung. Also ich will dich jetzt hier irgendwie nicht bloßstellen. Also nein. Also hier überall, das stimmt, es sind überall Augen drauf. Also überall. Überall Augen. Oben, also unten. Ich glaube, das war das Hauptbranding. Ansonsten muss ich sagen, ja, ich mein, also, das ist nicht irgendwas, das ist das schwarze Auge. Punkt. Aber es gab doch noch eines, was ich cool fand, und zwar bei den Helden gab es diese Lebensenergieträger. Das fand ich tatsächlich ganz cool. Das hat mir gefallen. Oh, das war ja, stimmt, hier unten. Genau. Das Lebenspunkt geht, ja, ich habe es gepflegt, die gehen ein bisschen schwerer. Drehen und dann kommen wir es einstellen. Ja. Das fand ich jetzt für die damalige Zeit fast schon innovativ. Das ist WizKids-Style. Ne? Also später kam das dann nochmal bei HeroClix und so weiter. Ja. Da haben sie das auch gehabt. Aber das war für die damalige Zeit definitiv. Alter, sind die Figuren hässlich. Naja, also die. Gebe ich ehrlich zu, die sind hässlich. So. Letzte Frage. Ich meine, du bist zwar zweimal nicht geboren gewesen, bis das Spiel rausgekommen ist, aber hast du es denn schon mal gespielt? Nein. Ah, cool. Noch nie? Ja, nee. Das wird neu. Ja. Mal gucken, wie du danach zum schwarzen Auge stehst. Ich war sehr gespannt. Jetzt habe ich Angst. Ja. Gerechtfertigt. Gut. Gerechtfertigt. Es ist ja auch die Burg des Schreckens. Genau, also hier steht es auch drauf. Also auf der Box stand zwar nicht drauf, kam später auf den Boxen stand es drauf, bei der zweiten Auflage, aber hier steht es dann auch mit drauf, das ist die Burg des Schreckens, das ist nicht das schwarze Auge, das ist nicht das Grundspiel. Nicht, dass ihr jetzt sagt, so, oh, ich will mir die schwarze Auge anfangen, ich brauche diese Box. Nein, so schlimm ist es nicht. Kauft euch nicht. Es kostet unendlich viel Geld inzwischen auf eBay und sonst wo, also Gebrauchtmarkt davon ist echt teuer. Ja, ja. Und es ist als Spiel wirklich, es hat außer den Augen mit dem schwarzen Auge nicht wirklich viel zu tun. Ich glaube, wenn du gleich die Anleitung vorliest, werden wir drauf stoßen. Wieso, weshalb und warum? Genau. Naja, zum Beispiel, wenn die Gegner vorgestellt werden. Ja, es gibt ein paar, ja. Den Seelensammler zum Beispiel. Der Seelensammler, der Oberbösewicht, den wir gleich nochmal, glaube ich, detailliert vorstellen werden. Detailliert böse.
Ja. Cool. Naja, also auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir voll rein, starten durch und schauen mal, was passiert, wenn wir jetzt hier diese geschmeidig dünne Anleitung lassen. Vorgeschichte. Oh ja. Immer die wichtige Vorgeschichte. Sehr schön. Das schwarze Auge, ein magischer Gegenstand, ein Artefakt unglaublicher Macht, gewährte dem Reich lange Zeit Frieden und Wohlstand. Die Weisen hüteten dieses Auge, das in alle Zeit und alle Orte sehen kann, und umgaben es mit den Kräften der Elemente. So, Alex, wie genau ist das jetzt in den Hintergrund des schwarzen Auges eingebettet? Also der erste Satz ist, glaube ich, richtig. Danach musste ich schon überlegen, von welchem Bereich da gesprochen wird. Also sagen wir, es ist zumindest so zu 50% okay. In alle Zeit und in alle Orte? Nee. Die Kräfte der Elemente? Nee. Na, okay, also der, also ich glaube, wir können uns einigen mit das schwarze Auge, ein magischer Gegenstand. Ja. Punkt. Okay, cool, alles klar. Naja, der Rest ist ein bisschen freier erzählt. Doch dann kam Nemesis. Ein Wesen finsterer als die Nacht. Er überlistete den Bund der Weisen, zerschlug den schützenden Ring der Elementarkräfte und raubte das Auge. Nee. Auch da muss ich sagen. Also wer ist dieser Nemesis? Griechische Göttin des, der Rache. Touché, du hast dich gut gerettet. Ja, also Geschichten 1, wie falsch PSA ist es? Wissen 6 setzen. Ja, aber nein, also... Was? Ja, du kennst nicht den großen, ikonischen Bösewicht, der in einem Atemzug mit Borberat genannt wird oder dem namenlosen Nemesis? Ist der Bruder von Galotta, oder? Ja, fast. Ja, okay. Ich dachte, das ist der Schwickschwab. Okay, alles klar. Die waren Zimmergenosse auf der Magierakademie. Ja. Mit seinem Zepter der Macht beschwor er seine Diener. Horden. Zepter der Macht. Steff, ja? Steff, pack deine Rassel weg. Mit seiner... Mit seiner Rassel der Macht beschwor er seine Diener, Horden schrecklicher Wesen und Untoter, die das Reich mit Verwüstung und Grauen heimsuchten, und stürzte das Reich in die Finsternis. Okay, machen wir weiter. Nemesis aber thront nun in seinem Refugium, den Resten des alten Tempels der Weisen. Von hier aus führt er seine Herrschaft des Schreckens. Seine Diener hausen in den Kammern, Korridoren und Gängen des zerstörten Gemäuers. Die letzten noch verbliebenen Herrscher des alten Reiches waren machtlos, doch sie schickten immer wieder Kämpfer, um Nemesis zu vernichten. Bisher kam keiner zurück. Die vier Besten unter ihnen sind die letzte Hoffnung des Reiches. Obi-Wan, nein, das war schon alle. Sie werden entscheiden, ob die Herrschaft des Nemesis ein Ende bereitet wird oder ob das Reich für immer in der Finsternis versinkt. Ihr seid die Wagemutigen, bereit, gegen Nemesis anzutreten, Ruhm, Ehre und Reichtum zu ernten oder den Tod zu finden. Doch einer unter euch ist Nemesis. Er erwartet euch. Die Trommeln. Entschuldigung. Also, die, das ist schon... Also, ich fühle mich jetzt gleich voll reinversetzt. Ja, ja. Aber nicht nach... Aventurien. Ja, also Aventurien kam gerade ein bisschen kurz, finde ich, dann dabei. Wer waren die Weisen, die dann den Tempel gekriegt haben? Ich muss sagen, ich weiß weder, wer diese Weisen waren, noch welches Reich es geht. Vielleicht. Aber ich würde auch sagen, wir können davon ausgehen, dass es wirklich in der Vergangenheit Aventurien gespielt hat. Dunkle Zeit, Alter, Finsternis bestimmt, und so. Ja. Ja, ja. Vielleicht war es auch Rohal die Weisen. Da hat jemand... Rohal die Weisen. Ja, ja, das ist grammatikalisch nicht ganz korrekt, aber vielleicht ist er Legastheniker. Und also zumindest sind diese Ukrainer ausgestorben, oder wie immer sie heißen. To be fair, mich würde es nicht wundern, wenn es in DSA einen Bösewicht namens Nemesis geben würde, aber... Nein, also, den Alex schon. Da muss ich sagen, also da waren die Namensanlehnen ab einem gewissen Zeitpunkt schon entweder humorvoller oder cleverer. Ja. Gehen wir mal von Cheyenne weg. Ja, das war ja auch ganz am Anfang. Also, was ich aber auf jeden Fall spannend finde, ist, dass damals Schmidt-Spiele wirklich überhaupt keine Schwierigkeiten damit hatte, zu sagen, so von wegen, okay, wir nehmen jetzt einfach nur den Brand und wissen, was wir haben wollen. Das ist ja auch so Fantasy, genauso wollen wir das haben. Und sich auch wirklich überhaupt nicht darum geschert haben, was da irgendwie dazugehört. Schließlich war es ja trotzdem ihre IP. Ja, ja. Und es war ja nicht so, dass es keinen Hintergrund gab. Aber den hat man einfach wirklich sehr bewusst nicht genommen. Das ist schon... Ja. Konsequent.
Ziel des Spiels. Die Spieler bilden zwei Gruppen. Einer von euch spielt dabei die Seite des finsteren Nemesis. Ihr anderen spielt die wackeren Helden. Jede der beiden Gruppen versucht, über die andere zu siegen. Gewinnt ihr Helden, so ist unter euch derjenige Sieger, der die meisten Punkte an Schätzen, besiegten Monstern und unverbrauchten Karten vorweisen kann. Es sind immer alle vier Helden im Spiel. Im Spiel zu zweit übernimmt also einer von euch alle vier Helden. Im Spiel zu dritt die beiden Spieler der Heldenseite je zwei. Und zu viert muss einer von euch zwei Heldenfiguren übernehmen. Finde ich auch einen interessanten Unterschied zu dem, wie es bei HeroQuest war. Da gab es zwar auch den Game Master klassisch, ja, aber die anderen haben alle zusammengespielt. Mhm. Da gab es am Ende keinen Sieger. Richtig. Und hier haben sie aber sehr konsequent auch wieder Schmidt-Spiele, so von wegen, Moment mal, das Spiel braucht einen Gewinner. Mhm. Ja, man lässt sich doch Punkte sammeln, da hat am Ende einer gewonnen. So. Ja. Da merkt man mal wieder, dass sie ihre Finger dran hatten. Alle sind gleich, bloß einer ist gleicher. Genau. Mhm. So ein bisschen so, wie als sie die Grundsachen entwickelt haben und aus dieser Werkzeug des Meisters Box dann dieses komische Ding wurde mit der Maske und die riesigen Figuren und so weiter und so fort. Das war auch damals unter Schmidt-Spiel, als sie gesagt haben, so, ja, aber so sieht ein Brettspiel nicht aus. Und dann haben sie das ja verändert von den Vorgaben, die Werner und Uli damals gemacht hatten. Na gut, also, wir haben ganz, ganz viele Figuren und so weiter und so fort. Ich habe mir sagen lassen, du würdest heute Abend gerne den Nemesis. Ja, es ist mein Spiel. Ich sitze auch schon hier am Zepter an der Rassel der Macht. Also, vor allen Dingen möchte ich dir auch deine Rassel nicht abspenstig. Danke. Ja. Ja. Du hast mit der Rassel schon so oft gespielt, das sollte keiner außer dir tun. Ja. Das hat jetzt niemand gesehen. Ja, das ist außer uns. Zum Glück ist erstmal nur der vordere Bereich des Spielfeldes. Ich habe es gesehen. Ja. Alex, guck dich so verstört. Ich muss mir die Augen waschen. Ich werde nie wieder schlafen können. Also, wir haben vier Helden. Wir haben der Ritter von edler Geburt. Das ist ja geile Namen. Das der Ritter von das edler hier ist Geburt. Der Ritter von edler Geburt. Dann haben wir der Barbar, der perfekte Kämpfer. Ja, natürlich eine klassische aventurische DSA-Heldenklasse, der Barbar. Ne? Ja. Quasi ein Fjaniger. Ja. Ja, absolut Knaller. Mit Hörnerhelm, passt natürlich. Der Zwerg, bekannt als Riesentöter. Mhm. Natürlich. Und dann haben wir der Waldläufer, lautlos wie die Nacht. Also doch kein Elf. Ist Waldläufer. Ja, dann Waldläufer. Passt ja. Lautlos wie die Nacht. Bam. So, wer wollt ihr denn so sein? Ich nehme den Ritter von edler Geburt. Das habe ich ja schon gedacht. Ja. Danke. Steht dir. Egal welchen von dir nehmen würdest, das ist alles. Ja, es macht den Zwerg. Dann nimmst du den Zwerg. Das ist nämlich auch ein Unterschied zum Beispiel zu HeroQuest. Es macht keinen Unterschied, was für eine Klasse du nimmst. Bei HeroQuest war es ja so, der Barbar konnte. Ja. Das ist hier nicht der Fall. Das ist völlig egal. Das ist völlig. Die haben alle dieselbe Lebensenergie. So, und am Anfang stehen die auf 8? Alle auf 8. Cool. Und aber wir gehen ja die Anleitung. Genau, so, und dann haben wir hier noch eine weitere Figur. Liebe Inge, dann müsstest du jetzt hier nochmal abstimmen lassen, bitte, wer hier den Waldläufer noch bekommt. Ja, ich lasse euch ganz kurz nur wissen, dass die Umfrage ausgegangen ist, die erste. Ja. Also wie. Und ich finde es sehr lustig, denn es hat genau eine Person gesagt, sie war noch nicht geboren. Nur eine? Wow! Die anderen 40 schon. Sehr geil, okay. Respekt hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und wie viele Leute haben es gespielt? Das frage ich jetzt. Das fragen wir jetzt, okay, cool. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ein besonderes Hallo an Nelly Nie da lassen. Du bist herzlich willkommen hier. Und fühl dich nicht allein, der Felix vorne war auch noch nicht da, ne? Es ist keine Schande, jung zu sein. Nein, ein bisschen schon. Naja, okay. Wobei, wie fühlt man sich, wenn man so jung ist wie du? Ist okay. Ich habe noch mehr Leiden vor mir. die Generation. Ach, sehr schön, alles klar. Gut, wir haben noch Monster. Wir haben Nemesis, der Cobrayaner. Da ist er. Der was? Cobrayaner. Der was? Wir sind uns nie ganz sicher, wie der ausgesprochen wird. Aber es könnte eine sein. Cobrayaner? 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 Das hast du jetzt entschieden, einfach so. Ja, ist okay, alles klar. Also, du bist Nemesis, der Cobrayaner. Zieh den Kopf aus dem aus dem Zepter. Genau. Der Manticore, Nemesis-Monster. Ja, ich meine, Manticore ist ja, das ist ja tatsächlich auch ein DSA-Monster. Gibt es zumindest. Ja. Gibt's denn, aber es ist ja jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für DSA, weil Manticore ist ja ein... Das ist eher sehr universell, würde ich sagen. Der Ogre,
Nemesis-Monster. Die sehen auch echt ganz doll typisch aus für DSA-Oger, finde ich. Hat der Haare? Ja, er hat Haare. Es geht noch. Es hätte schlimmer kommen. Ja, er hat immerhin eine Keule und sieht hässlich aus. Mhm. Jo, herzlichen Glückwunsch auch. Also dafür kann, aber dafür kann vor allen Dingen die Figur was. Ja, also das ich bitte dich dann darum, mal den Text vom Ork, wenn du dabei bist, den vorzulesen. Oi. Den kurzen, den finde ich schön. Achso, der Ork, ja. Nemesis Monster. Ja, das sind also wirklich ganz typische glatthäutige grüne Orks. Auch auf der Packung. Also ich habe mir die Farbgebung nicht ausgedacht, sondern ich habe es nach der Verpackung gemacht. Das ist jetzt auch nach heutigem Empfinden und völlig zu Recht, ist das hier ein Text, den sollte man eigentlich auch nicht mehr unbedingt zwingend. Also, ich finde ihn schön. Also es gibt viele unterschiedliche Orks, lese ich vor. Hier steht was anderes, aber das ist ein Bezug, den wir nicht haben wollen. Ja. Sie sind grausam, besitzen einen erschreckenden Humor und stinken nach faulen Fisch. Ich finde vor allen Dingen das Zweite auch sehr, sehr wichtig für dieses Spiel. Erschreckenden Humor. Ja. Was tue ich hier? Dann haben wir die Untoten. Skelett, ja. Mumie und last but not least der Seelenjäger. Skelett, Mumie. Ja. Und natürlich der Seelensammler. Seelenjäger. Entschuldigung. Hier ist es ein Seelenjäger, ja. Also, aber eigentlich ist das natürlich ein Seelensammler. Ja. Den zumindest gab es in DSA, so als Alleinstellungsmerkmal. Gibt es den eigentlich immer noch? Ja, der war ja eher so ein bisschen ein Scherz, aber das hat sich offizialisiert sozusagen. Der ist dann auch öfters mal erwähnt worden und so weiter. Wir haben ihn aber jetzt noch nicht weiter gebracht, muss ich sagen. Ich meine, was ist denn Scherz? Das war der erste Bote. Ich meine, hallo, mit dem sind Menschen, so wie ich, die jetzt fast in Rente gehen, groß geworden. Alt sind, ja. Was? Nichts, ich meinte nur, wir werden natürlich die Seelensammler auch weiter berichten und vielleicht sogar wieder mal einbringen. Aber erst die Kopraine. Ja, ich glaube, das letzte Kopraine. Mal... Kopraine. Ich glaube, das letzte Mal Kopraine. War der Seelensammler in den Heptarchien wieder aktiver unterwegs, oder? Ja, ich glaube, für die Schattenlande war das auch. Für die Schattenlande war er, ja. Genau. So. Ist das nicht so ein Barbarat-Paktierer, der irgendwie x Jahre alt ist oder so? Ja, aber das ist ja so ein Klassiker. Das ist alles Borberat-Paktiere irgendwie. Ne? Aber das ist ja der Seelenjäger und der. Genau, das ist der Seelenjäger, der vielleicht am Anfang seiner Karriere, da war er noch kein Sammler, sondern nur ein Jäger. Ja, es ist ja lange in der Vergangenheit. Haben wir ja. Also der Seelensammler in Ausbildung quasi. Seelensammler in Ausbildung, sehr schön. Ja. Also für mich wird er immer Nemesis-Paktierer bleiben. Der Nemesis-Paktierer ist auch nicht schlecht. Ey, Alter, was wir hier draus machen könnten, Alex? Ideen über Ideen. Ja. Lass uns morgen da mit Nico drüber reden. Das wird großartig. Du präsentierst die Ideen. Du präsentierst all diese Ideen. Was ist gefährlicher als der 13. Gott? Der 14. Gott. Der 14. genau. Oh, aber also ich glaube, wenn ich Nadine das erzähle, baue das furchtbar gerne in DSK ein. Oh mein Gott. Ach, wird das witzig. Fantastisch. Na gut, also wir haben auf jeden Fall den Rest. Das ist jetzt erstmal viel Aufbau. Hier werden ganz viele Sachen aufgebaut und so weiter und so fort. Und dann gibt es unterschiedliche Waffen, weil man kann hier nämlich aus den grauen Waffen können goldene Waffen werden. Das war zum Beispiel auch so eine coole Neuerung. Du konntest die Waffe rausnehmen. Die ist nur gesteckt. Doch, die kannst du... Du brauchst die Explosion. Genau da. Ja. Du kannst die Waffe rausnehmen. Knack. Wahnwitz, okay. Und kannst du gegen goldene Waffen ersetzen, die dann natürlich mal Schaden machen. Knallergeil. Damals war das echt cool. Für eine Generation, die mit Monopoly, Mensch, ärger dich nicht groß geworden ist. Nee, ich hab das Spiel geholt, da war ich leider schon zu alt dafür, muss ich zugeben. Da war ich nämlich schon 18. Da fehlt dir 18. Ja, da fehlte mir ein bisschen so der Zugang zu sagen wir mal, diesem Level. Ja, aber ich glaube, Alex und ich, wir waren noch diese jugendliche Begeisterungsfähigkeit. Und es gab halt nichts. Und bei mir war halt tatsächlich auch noch ganz viel, das sind Miniaturen, das sind plastik kleine Figürchen, das cool. Das verstehe ich. Ich meine, ich hatte vorher auch HeroQuest gespielt und habe das auch durchaus mit einer gewissen Begeisterung. Da war ich halt noch ein Stück weit jünger gespielt. Und als ich das mir geholt hatte, war ich so ein bisschen, weil ich war eigentlich der schwarze Auge-Fan dazu. Ja. Hab ich die Box ein bisschen geschüttelt und war auf der Suche nach meinem schwarzen Auge. Was nach deiner Maske? Was drin nicht gefunden? Was? Nein, nichts. Geht das wieder los? Bei mir war es umgedreht. Ne? Ich habe HeroQuest zuerst gehabt und habe mir dann die Helden des schwarzen Auge Box geholt und war total enttäuscht, dass da keine Figuren drin waren. Da habe ich diese Box erstmal ein Jahr hingelegt, weil da war ja nur Papierkram drin. Ja. Und dann als ich war immer noch nicht alt damals, sondern immer noch sehr, sehr jung, aber als ich dann so ein bisschen angefangen hatte zu lesen, kam mir die Idee dann ganz cool vor und so bin ich überhaupt erst zu das schwarze Auge gekommen.
Also insofern, HeroQuest hat einen großen Anteil gehabt. Ja, das war für viele, glaube ich, durchaus eine Einstiegsdroge. Also das muss man so sagen. Also ich frage mich immer noch, was HeroQuest ist. Alter, echt jetzt? Du hast echt ein Altersproblem. Junge, jetzt kriegen wir echt. Jetzt kriegen wir, das kommt also, auch noch. Das wird auch noch irgendwann. Das werden wir auch noch irgendwann planen. Oh, warte. Oh. So, also Spielvorbereitung. Jetzt geht's los, Leute. Zuhören, es wird wichtig. Als Spieler der Helden stellt ihr eure Lebenspunktanzeige auf 8, haben wir. Und die Figur dann auf die 4 Startfelder vor dem Eingang des alten Tempels. So, und wenn ich das hier richtig sehe, steht da vorne der Barbar. Ist so, Circle-Bild so zu sehen. Ja. Dann der Zwerg. Dann, ich glaube, das da. Nicht genau zu erkennen. Und ganz hinten der Ritter von edler Geburt. Ich glaube, du trickst deine Waffe ein bisschen falsch. Nein, nein, das gehört so. Immer der da jetzt zwischen den Händen hält. Na gut, also. Der jüngste Spieler stellt seinen Helden direkt vor die Eingangstür, steht jetzt hier. Guck mal da. Der jüngste. Bam. Die anderen dann reihum. Okay, na gut. Also der hier, wer auch immer, ist, steht ganz hin. Das müssen wir noch rausfinden. Du als Nemesis nimmst alle Monster an dich und platzierst sie in die Gruft deinem Throngemäuer. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Du herrschst über Mumien, Skelette, Ogre, Orks, einen Manticore und den schrecklichen Sälenjäger. Ja. Rechts und links hinter deinem Throngemäuer findest du je eine Gruftkammer zur Verwahrung von magischen Gegenständen. Den Goldmünzen und den im Verlauf des Spieles geschlagenen Monstern. Nimm die magischen Gegenstände und stecke sie in die beiden Marmorplatten. Das sind immer spannende Marmorplatten. Ja, aus Pappe. Ja. Marmorplatten aus Pappe. Marmorplatten aus Pappe. Marmorplatten aus Pappe. Der rechten und linken Gruftkammer. Hammer. Du hortest Heiltränke, Elfenstiefel und Feuerkristalle. Ja. Die Goldmünzen legst du in die runde Grube der rechten Gruftkammer. Bam. Deine eigene Figur, die Figur des finsteren Nemesis, stellst du auf den Thron vor das Zepter der Macht. Genau. Angetrunken. Keiner kommt an meine Rassel, ohne dass ich das... Ja. Den Manticore schickst du als Wächter auf den Platz über den Treppen der Verdammnis. Das hier sind übrigens die Treppen der Verdammnis. Alter, der Titel. Ja, ganz klar, ja? Ja. Könnte auch John Sinclair sein. Direkt vor den kleinen Torbogen. Ja. Gib nun je eine der goldenen magischen Waffen in eine der 4 Truhen und stelle je eine der Truhen in die ersten 4 Räume hinter dem Eingang des Tempels. Ja. Machen wir doch. So, bam. Und dann mal ehrlich, ich muss darauf achten, dass sie nicht an Tür stehen. Gut, die ist weit weg. Ja, hier. Er versucht uns hier alle zu veräppeln. Oh, das wird ein bisschen schwieriger, weil, machen wir Mitte des Raums. Mitte des Raums. So. Irgendwo hat da jemand seine Schatztruhe fallen lassen. Ja. Okay. Wobei, Mitte des Raums ist geil. Ja, was denn jetzt? Na, ich muss die Zahl lesen können. Ach, da ist eine 4, da ist eine 4, da ist eine 4. Okay, kannst das. Komm. So, ja, dann. Also haben wir. Du musst nun jedem deiner 4 Widersacher ein Heldenschatzlager und je 3 Karten vom Stapel der Treffer- und Abwehrkarten überreichen. 3? 3. Okay, hier. Nicht nur, ihr kriegt ja hier. Das sind die Tiefziehteile des Todes. Also, dass die noch existieren, ist beeindruckend, weil die sind so dünn. Jeweils 3 Karten. Ja. Okay, dann. Gibt es ja nicht, solange du musst dann noch über den Waldläufer wachen, du mit deiner geringen Lebenserfahrung, glaube ich, brauchst 2 Karten. Ist vorgegeben, was wir können oder einfach bloß vom... 3 vom Stapel der Treffer- und Abwehrkarten. Okay, gut. Die restlichen Karten sollst du mischen. Ja, nicht bis zu 3. So. Oder zu viel. Und auf das violette Feld neben dem Eingangsfeld legen. Hier, da. Das ist, glaube ich, das hier, oder? Was ist das Ablagefeld? Das ist so violett ist so, das nicht. Ja, das ist das. Die Karten sind violett. So. Das sind eure. Jeder Held kriegt 3. Genau, dann legen wir sie einfach mal da rein. Mal gucken, wer den kriegt. Oh, ich habe 3 Karten. So, die werden ja in das Fach oben gestellt. Und es gibt 2 Arten von Karten, aber da kommen wir ja gleich dazu. So, okay, also hier, ich habe jetzt dolle Karten. So, dolle Karten. Ich zeig mal hier, so sieht das dann aus. Genau. Und wir stellen die Karten, legen wir hier hinten. So. Sehr schön. Gut, prima. Nimm nun das Zepter der Macht an dich und befestige es an der vorgesehenen Stelle über deinem Thron. Die Zugreihenfolge. Ja. Zunächst ziehen die Helden, dann zieht Nemesis all seine Monster und Diener. Du, Nemesis, entscheidest vor Beginn jeder neuen Runde, in welcher Reihenfolge die Helden nun ziehen können. Ja. Nimm dazu das Zepter der Macht und schwinge es gut. Schwinge es? Schwing dein Ding, Zepter. Alter! Stab aus Ulmenholz. Mein Mann weiß es nicht mehr zu gebrauchen. Lass nur die... Ja, genau, er kommt eh so selten. Ja, genau. Er kommt
Jesus, das ist neu. Lass die Perlen des Schicksals in seinem Inneren ordentlich herumwirbeln. Als Teenager denkst du dir noch nicht so arg viel dabei. Dann drehe das Zepter, sodass die Spitze nach unten weist und die Perlen in den Schaft fallen. Das steht da nicht das steht hier. Das steht wirklich so da. Ich lese ja. Das oh nur vor. Gott. Oh Gott. Nachdem die Perlen in deinen Schaft gefallen sind. Ja. Die Farben der Perlen bestimmen nun in ihrer Reihenfolge, wie die Helden hintereinander zu ziehen haben, da jedem Helden durch die Lebenspunktanzeige eine der Farben gelb, rot, grün oder blau zugeordnet ist. Die unterste Perle im Schaft des Zepters gibt dabei an, welcher Held in der nächsten Runde als erster ziehen darf. Die zweite Perle zeigt den folgenden Spieler und so weiter. Die Handlungsmöglichkeiten der Helden und des Nemesis. Jeder von euch Helden und jedes einzelne von Nemesis Monstern folgt denselben Regeln für einen Zug. Ein Zug besteht aus maximal drei Aktionen. Ihr müsst nicht von allen drei Aktionen in einem Zug Gebrauch machen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Aktionen. Erstens, sich um ein Feld bewegen. Zweitens, eine Kampfrunde austragen. Die maximale Bewegung für euch in einem Zug ist also drei Felder weit. Zieht niemals diagonal, sondern immer nur waagerecht oder senkrecht auf benachbarte Felder. Jeder Raum des Tempels misst übrigens 3x3 Felder im Quadrat. Kein Scheiß. Irre. Krass. Auch wenn der vierte Raum des Tempels so aussehen mag, als hätte er mehrere kleinere Felder. Aha. Ja, stimmt. Welcher? Der da. Der da. Nee, der da. Der da. Der auch. Der da. Vierte. Vier ist so relativ, finde ich, ja. Also von der Anordnung, von wo zu hin wir genau. Okay, na, aber okay, wir wissen also, jeder hat 3x3 Felder. Eine Kampfrunde ist der Versuch, den Gegner zu besiegen oder zumindest zu schwächen. Der Gegner hat, sollte er den Angriff überstanden haben, einen Gegenschlag frei. Auch du, Nemesis, hast für jedes deiner im Spiel bestehenden Monster drei Aktionen zur Verfügung. Du kannst jedoch deine Monster nur durch offene Türen ziehen, durch offene Türen in andere Räume ziehen. Sie können weder geschlossene Türen öffnen, noch diese durchschreiten. Ja, scheiße, die Tür ist zu. Seid ihr Helden an der Reihe, kann Nemesis mit seinen Monstern nur auf euch reagieren. Er ist also stets der Verteidiger. Wenn danach du, Nemesis, am Zug bist, können die Helden ebenso nur auf die Aktionen deiner Monster reagieren. Sie sind also stets die Verteidiger in einer Kampfrunde. Für einen Verteidiger stellt eine Kampfrunde stets keine Aktion dar, nur für den Angreifer. Das Vordringen der Helden. Betritt einer von euch Helden ein Feld vor einer Tür, so muss die Tür geöffnet werden. Hast du noch Aktionen in deinem Zug übrig, so kannst du durch die Tür hindurchziehen. Türen, außer Geheimtüren, die geöffnet wurden, bleiben für den Rest des Spieles geöffnet. Die Steinplatten vor dem Tempeleingang stellen übrigens je ein Feld dar. Jedes Feld kann von jedem anderen Feld aus betreten werden, das direkt an sie angrenzt. Okay, soweit so klar. Auf jedem Feld kann sich nur eine Figur befinden, auch auf den Feldern der Arena um Nemesis Throngemäuer, die zuweilen größer sind als die Felder der Tempelräume. Die Helden können selbstverständlich durch Felder hindurchziehen, auf denen sich einer ihrer Freunde befindet. Doch du, Nemesis, wirst nicht erlauben, dass einer der Helden durch ein Feld zieht, auf dem eines deiner Monster steht. Ich finde in solchen Regeln das Wort natürlich immer total spannend. Mhm. Natürlich darfst du das. Ja, wieso? Hätte auch genauso gut sein können, dass nicht. Ja. Ja, aber du bist natürlich als Gegner. Nein, ja, doch. Völlig natürlich. Ja, also, Die Gräuel des Nemesis. Oh. Du als Nemesis hast große Macht über den Tempel und die Arena. Und die Rassel. Und die Rassel, ja. Du und deine Rassel. Wird die Tür zu einem Raum geöffnet, so schickst du sofort deine Monster in diesen Raum. Du darfst ein oder mehrere Monster senden, allerdings darf die Summe ihrer Lebenspunkte nicht die Zahl übersteigen, die auf dem Boden in der Mitte des Raumes erscheint. 3, 4, 5. Die 6 scheidet völlig aus. Korrekt. In den ersten beiden Räumen sind es dann 3 und... Komm, alles klar, haben wir verstanden. Bevor du die Monster in deine Räume stellst, kontrollierst du deshalb zunächst die Zahl ihrer Lebenspunkte, die auf der Unterseite ihrer Standfläche Ja, die haben, steht, ja? Die haben auf der Unterseite... Eine glatte 1. Okay. Zum Beispiel eine glatte 1. Es gibt aber auch Orks, die haben mehr Lebenspunkte. Leider haben die Weisen vor deiner Machtergreifung in jedem Raum des Tempels 2 magische Gegenstände verborgen. Da du sie nicht einfach vernichten kannst, hast du deine Diener beauftragt, sie zu bewachen. Nimm also, wenn du Monster in einen Raum schickst, 2 magische Gegenstände aus den Gruftkammern hinter dem Throngemäuer und gib sie je einem Monster. Stecke die Gegenstände auf das Befestigungsloch an der Standfläche des Monsters.
Kein Monster kann dabei mehr als einen magischen Gegenstand hüten. Schickst du nur ein Monster in den geöffneten Raum, musst du den zweiten Gegenstand auf ein freies Feld in dem Raum legen. Die goldenen magischen Waffen zählen nicht als magische Gegenstände. Zieht einer der Helden auf ein Feld mit einem freien magischen Gegenstand, so kann er diesen an sich nehmen. Dieser Vorgang stellt keine Aktion dar und schränkt den Zug des Helden somit nicht ein. Ein Monster kann, sofern es keinen magischen Gegenstand besitzt, einen solchen in gleicher Weise aufnehmen. Besitzt er bereits einen, so kann es dennoch den liegenden Gegenstand bewachen, indem es das Feld betritt, denn es muss erst besiegt werden, bevor der Held den Gegenstand an sich nehmen kann. Bist du als Nemesis am Zug, so kannst du jedes deiner Monster, das bereits aufgetaucht ist, mit den vollen drei Aktionen kämpfen lassen und sich bewegen lassen. Soweit klar? Ist bisher, glaube ich, nur bedingt komplex. Nein. Ja. Also, ja. Der Seelenjäger. Der Seelenjäger erstellt eine deiner unheimlichsten und heimtückischsten Waffen dar, finsterer Nemesis. Diese Direktansprache hier ist echt ein Knaller. Also ich fühl mich da jetzt schon ein bisschen. Das tut beim Vorlesen auch ein ganz klein bisschen weh. Ja. Wenn du Nemesis, wenn ihr Helden, das dann immer noch mit so, guck mal, Nemesis, komm. Ich habe das Gefühl, du nimmst das hier nicht ganz ernst. Noch ein bisschen, ich nehme mich sowas von ernst. Er steht wartend stets am Rand des Spielplans, bis er in Aktion tritt. Irgendwann, während du am Zug bist, kannst du ihn rufen. An den beiden Seiten des Tempels siehst du die Ziffern von 1 bis 9. Sie nummerieren die Felderreihen, die quer durch die Räume des Tempels laufen. Die ersten drei Felderreihen sind dabei nur 6 Felder lang, da der Tempeleingang, an dem die Helden starten, nicht mitzählt. Also das heißt, es beginnt ab hier, von da onwards. Nimm nun den 10-seitigen Würfel zur Hand und wirf ihn. Der Seelenjäger jagt nun über die gesamte Reihe der Felder, und die der Würfel entschied, und kommt erst neben dem Spielplan wieder zur Ruhe. Zeigt der Würfel eine 0, so verhält sich der Seelenjäger für diese Runde ruhig. Der Seelenjäger streift durch Wände und Türen, ob offen oder geschlossen, als existierten sie nicht. Und jedes Monster, jeder Held und jeder Gegenstand, der sich auf einem Feld befindet, das der Seelenjäger überzieht, wird von seinem eisigen Hauch berührt. Helden verlieren dabei ihre Lebenspunkte bis auf einen und finden sich auf einem der 4 Startfelder wieder. Hui, tschuk, raus. Berührte Monster verschwinden für immer und werden von dir, Nemesis, aus dem Raum entfernt. Sie stehen dir nicht mehr zur Verfügung. Lege diese Monster in die runde Gruftkammer mit dem toten Kopf links hinter deinem Throngemäuer. Bam. Genau. Das ist aber auch interessant zu wissen, denn wenn sie aus dem Spiel sind, bringen sie für euch auch keine Punkte. Ach, du bist so gemein. Ja. Egal, was ihr tut, es gibt Punkte. Außer für Sachen, die aus dem Spiel sind. Okay, cool. Magische Gegenstände, nicht aber die Truhen und ihr Inhalt werden, egal ob von einem deiner Monster bewacht oder frei, auf einem Feld liegend vernichtet und aus dem Spiel genommen. Lege diese in eine der beiden Rinnen der Gruftkammern. Berührte Helden verlieren keine Gegenstände. Ich glaube, dafür ist der am wichtigsten, die magischen Gegenstände aus dem Feld aus dem Spiel zu bringen, bevor wir sie irgendwie krabbeln können. Die Geheimtüren. Es gibt hier 2 dolle Geheimtüren. Es gibt nur 2 Geheimtüren im Tempel und sie können nur in eine Richtung durchschritten werden. Wann immer einer von euch Helden auf ein Feld vor eine Geheimtür tritt, kann er versuchen, diese zu... diese zu öffnen. Du oder... der du es versuchst. Nimmst den 10-seitigen Würfel zur Hand. Willst du die Geheimtür benutzen, musst du eine 1 bis 5 würfeln. Gelingt es dir, so dreht sich augenblicklich die Wand und du stehst auf dem Feld hinter der Geheimtür. Die Geheimtür lässt sich nur bei einem Wurf von 1 bis 3 durchschreiten hier hinten. Also die 1 bis 5. Steht glaube ich, sogar auf dem Brett drauf. Da, also das haben sie schön gemacht. Ah, da unten sitzt er. Ja, genau. Das ist schon clever. Wahnsinn. Jeder Würfelversuch zählt wie eine Aktion. Das Wechseln der Felder durch die Geheimtür ist keine Aktion. Du kannst also in einem Zug bis zu 3-mal dein Glück versuchen. Gelangt einer von euch Helden somit in einen neuen Raum, dessen Türe noch nicht geöffnet wurde, wird Nemesis seine Monster und die magischen Gegenstände wie gewöhnlich aufstellen. Befand sich übrigens auf dem Feld hinter der Geheimtür eine andere Figur, Held oder Monster, so wird auch diese Figur von der Drehung der Geheimtüre erfasst und wechselt den Raum gegenüber. Indiana Jones. Immer sofort Indiana Jones. Der Kamin. Mit dem Kamin, ja. Der letzte Kreuz. Ja. Entschuldigung. Ah, geil. Nemesis Monster können von sich aus keine Geheimtüren benutzen. Eine Geheimtür schließt sich nach dem Öffnen automatisch wieder. Der Brunnen der Heilung. Das da. Vor dem Tempeleingang in einer kleinen Nische liegt der Brunnen der Heilung, der seit alters her den Kranken und Leidenden, die früher den Tempel der Weisen pilgerten, Heilung und Genesung brachte. Alex?
Nein. Nein. Okay, ja, nur eine klare Aussage. Der Brunnen ist durch die alte Magie der Weisen geschützt. Nemesis ist nicht fähig, ihn zu zerstören und so kann ein jeder von euch Helden, der nach einem Kampf oder der Berührung durch den Seelenjäger schwach und verletzt vor dem Eingangsfeld vor dem Tempel liegt, den Brunnen benutzen, um sich zu stärken. Ja, also jetzt muss ich mal intervenieren. Alex hat gesagt, das gibt's nicht. Also könnt ihr das nicht so? Ja. Also gibt's auch deine ganzen Monster nicht und nehmen sie es nicht? Na, Ogre, Orks, Mumien, also Zombies gibt's ja. Nicht. Ja, die müssen auch passend aussehen. Dann gibt's genau die Skelette, die Mumien und den Manticore. Fertig. Ja, okay. Fairer Deal. Ja, ihr kriegt den Brunnen. So, die Festung also, gibt's auch nicht, gell? Junge, echt jetzt? Ping, ping, ping. Ich weiß, wo du nächstes Wochenende bist. Ja, ich auch. Und da gibt es einen Pool. Oh, stimmt. Ja, stimmt. Aber anderes Thema. Ja. Steff möchte unbedingt baden gehen. Aber oh ja. Okay, wo waren wir? Also, das Trinken aus der Quelle kostet jedoch den Rest der Aktion des Zugs. Erst in der nächsten Runde ist der Held erneut bereit aufzubrechen. Du kriegst 8 Lebenspunkte. Also, wenn du hier hingekommen bist, du bist plattgeschlagen worden, tauchst hier auf, hast einen Lebenspunkt. Oh Gott, ich falle schon um, so schlimm ist es geworden. Mein Schwert, das fällt durch die Gegend. Mhm. Alter. So. Schwächeanfall. Da Schwächeanfall für den Barbaren. Und dann muss ich hier hinterlaufen, ja, und muss mich heilen, muss und mich dann, heilen und dann geht's weiter. Nee, eben nicht. Dann nach dem Heilen ist dann der Zug rum. Ja, aber es ist schon. Das ist so einer der Aspekte in diesem Spiel, so statt dass man einfach sagt, so von wegen, du setzt dann eine Runde aus, wenn du dahin gebracht wirst, musst du da reinlaufen. Nein, du musst in den Brunnen, ja. Geil. Weil du könntest dich anscheinend, ich bin der Barbar, ich renne mit einem Lebenspunkt da rein. Irre. Ja. Irre. Ach, das ist übrigens der Brunnen. Also, und das ist der Kreis der Dimensionen. Der Kreis der Dimensionen. Direkt neben dem Brunnen der Heilung befindet sich in einer weiteren Nische eine ebenso alte Einrichtung der Weisen. Der Kreis der Dimensionen. Nee. Vom Brunnen der Heilung kann im nächsten Zug direkt in den Kreis der Dimensionen gezogen werden. Dieser magische Kreis diente früher dazu, augenblicklich von einem Ort zum anderen reisen zu können. Heute verfügt er lediglich über die Macht, einen Helden, der ihn betritt, auf ein beliebiges freies Feld in einem beliebigen offenen Tempelraum zu versetzen. Allerdings muss zu diesem Raum eine direkte Verbindung von offenen Türen bis hin zum Tempeleingang bestehen. Okay, das ist einfach nur, damit du nicht dumpf hinterherlaufen musst. Ich verstehe. Genau. Vielleicht ist das Portal ein blumig umschriebener transversales Teleport-Artefakt? Vielleicht, okay. Aber ich befürchte. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, dass das nur ein Spielelement ist. Entschuldigung, ich habe jetzt versucht, das ein bisschen logisch einzubetten, aber ich glaube, das können wir uns sparen. Lassen wir das. Die Truhen. Wenn ihr Helden es geschafft habt. Einen Raum ganz von Monstern zu befreien, kann einer von euch sich daran machen, die Truhe zu öffnen. Stell dich, der du sie öffnest, auf jenes Feld vor die Truhe, an dessen Seite der Deckel zu öffnen ist. Nimm die goldene magische Waffe aus der Truhe, lege deine alte Waffe in die Truhe zurück und schließe sie. Eine magische Waffe erhöht deine Trefferchance im Kampf. Auf dem Feld einer Truhe kann keine Figur stehen. Das Öffnen einer Truhe stellt übrigens keine Aktion dar. Der Kampf. In einer Kampfrunde versucht der Angreifer, einen möglichst guten Schlag zu erzielen. Hat der Gegner diesen überlebt, so kann er sofort noch einen Gegenschlag durchführen. Als Angreifer wird immer der bezeichnet, der gerade am Zug ist und eine Kampfrunde ausführt. Der Kampfwürfel. Es gibt 3 Kampfwürfel, deren Seiten keines, eines oder 2 Schwerter tragen. Jedes Schwert stellt einen Treffer dar, der den Gegner schwächt. Zunächst würfelt der Angreifer und zählt den Schaden, den er dem Gegner zufügt. Sollte sein Gegner diesen Schlag überlebt haben, so hat dieser sofort einen Gegenschlag als Verteidiger frei. Dabei kann es natürlich geschehen, dass der Angreifer den Kampf verliert. Wer ist mein Gegner? Kämpfen könnt ihr nur gegen Figuren, die auf einem Feld waagerecht oder senkrecht zu euch stehen. Über diagonale Felder kann nicht gekämpft werden. Auch könnt ihr in einer Kampfrunde stets nur einen Gegner auf einmal angreifen. Sind für dich, der du angreifst, mehrere Gegner auf einmal zu erreichen, so musst du, der du angreifst, vor dem Würfelwurf entscheiden, der du angreifst, welchen Gegner du, der du angreifst, du bekämpfen willst. Okay, ich habe ein paar zusätzliche... Wär mir jetzt aber tatsächlich nicht aufgefallen. Und das ist das Erschreckende. Das ist das Schlimme. Hast du dann diese Kampfrunde überstanden und noch keine Aktion in deinem Zug übrig, kannst du entweder den gleichen Gegner angreifen, einen anderen, der von deinem Standfeld aus erreichbar ist, oder ein Feld weiterziehen. Soweit klar? Ja. Das war jetzt also wohl unmissverständlich. Wenn ich ein Blatt gemacht habe, kann ich im Endeffekt direkt in sein Feld reinziehen. Bumm. Ja.
Wenn ich noch Aktionen übrig habe. Wenn du noch Aktionspunkte hast. Der Kampf der Helden. Ihr Helden sammelt eure Verletzungen an, verringert eure Lebenspunkte mit der Anzeigescheibe in der Standfläche eurer Figur um die Anzahl, der euer Gegner an Schwertern gewürfelt hat. Fällt dabei bei einem von euch der Zahl seiner Lebenspunkte auf 0 oder sogar darunter, wird er bewusstlos. Durch Nemesis Zauber findet er sich augenblicklich auf einem der 4 Startfelder mit einem Lebenspunkt wieder. Er kann nun sofort noch einen vollen Zug ausführen. Wenn er möchte, kann er am Brunnen der Heilung Halt machen oder gleich den Kreis der Dimensionen betreten, was grenzdebil ist, aber möglich. Und also ich habe nichts dagegen, wenn er das macht. Also klar, finde ich toll. Der Angriff der Monster. Deine Monster, Nemesis, ja, hast du mit einer besonderen Form der Magie geschützt. Übersteigen oder erreichen ihre Verletzungen im Kampf nicht ihre Lebenspunkte, so verschwinden ihre Wunden augenblicklich wieder. Deine Monster sind also nur durch einen machtvollen Schlag zu besiegen. Ihr Schaden häuft sich nicht an. Hat ein Held eine Zahl von Schwertern gewürfelt, die Lebenspunkte deines Monsters erreicht oder übersteigt, ist es besiegt. Die Anzahl der Lebenspunkte, über die ein Monster verfügt, findest du auf der Unterseite seiner Standfläche. Hat der Held nicht genug gewürfelt, so kannst du ihm einfach mitteilen, dass sein Schlag zu schwach war. Denn die Zahl der Lebenspunkte deines Monsters kannst du geheim halten. Das ist Knaller, so, ja, bis du das Spiel zum ersten Mal gespielt hast. Schlägt eines deiner Monster einen Helden bewusstlos, so hast du es, Nemesis, es zugleich geschafft, einen der alten magischen Gegenstände zu vernichten. Denn jener, den das Monster bei sich trug, verschwindet für den Rest des Spieles in einer Rinne der beiden Gruftkammern. Das siegreiche Monster kann nun künftig einen frei herumliegenden magischen Gegenstand aufnehmen und bewachen. Die Zahl der gewürfelten Kampfwürfel. All deine Monster kämpfen mit 2 Kampfwürfeln. Du selbst, Nemesis, mit 3 Kampfwürfeln. Die Helden kämpfen zunächst mit 2 Kampfwürfeln, bis sie eine goldene magische Waffe besitzen, dann kämpfen sie mit 3 Kampfwürfeln. Machtvolle Treffer. Hat ein Angreifer, egal ob auf der Seite des Nemesis oder auf der Seite der Helden, ein Ergebnis von 4 oder 5 Schwertern erzielt, letzteres ist nur mit 3 Kampfwürfeln möglich, Ausrufzeichen, kein Scheiß, Ausrufzeichen, so war der Schlag so machtvoll, dass er einen Würfel noch einmal werfen darf und das Ergebnis hinzuzählen kann. Es ist somit möglich, ein Maximum von 7 Schwertern zu erzielen. Mit 3 Kampfwürfeln ist es sogar möglich, ein Ergebnis von 6 Schwertern zu erzielen. Aber 7, egal. In diesem Fall war der Schlag derart mächtig, dass du mit 2 Schwertern noch einmal würfeln darfst und insgesamt auf 10 Schwerter kommen kannst. Das ist eine Regel, die verstehe ich, ist aber für die Art dieses Spiels eigentlich viel zu, also so unnötige Zusatzregel, finde ich. Hat einer von euch Helden ein Monster überwältigt, so macht er Beute. Du erbeutest folgende Dinge, die du in deinem Schatzlager aufbewahrst. Nimm die Monsterfigur und lege es in die große Einbuchtung deines Schatzlagers. Also da rein. Bam. Du darfst dir den magischen Gegenstand nehmen, den das Monster bewacht, und irgendwann anwenden, wenn du möchtest. Stecke ihn in eines der beiden Löcher vorne an deinem Schatzlager. Hier, da sind so Löcherchen. Mehr als 2 magische Gegenstände darfst du nicht aufbewahren. Ziehe vom Stapel der Treffer- und Abwehrkarten eine Karte und stecke sie in dein Schatzlager. Hier, ja. Peng. Nimm dir eine Goldmünze aus der Schatzkammer des Nemesis in der rechten Gruftkammer seines Throngemäuers. Den Wert der Münze kannst du geheim halten, lege sie in die Rinne des Schatzlagers hier rein. Nee, oder da rein? Da rein, da kommen die Schatzmünzen rein. Treffer- und Abwehrkarten. Also es gibt hier 2 Sorten Karten, es gibt genau 2 Sorten Karten. Also die Abwehrkarten sind blau und die Trefferkarten sind rot. Oh, jetzt wissen wir, was du hast. Voll der Knaller. Und ich glaube, hier kommt jetzt tatsächlich, also das ist die einzige logische Erklärung für dieses Würfelwurf hochgerechnet. Denn wenn die Abwehrkarten ausgespielt werden, sind sie aus dem Spiel. Also der Stapel wird nicht erneuert. Und Nemesis hat 7 Lebenspunkte. Knaller. Ja, lass mal gucken. Wir haben Abwehr- und Trefferkarten. Ja. Vor jedem Kampf kannst du als Held entscheiden, ob du nicht eine Treffer- oder Abwehrkarte einsetzen möchtest. Lege die entsprechenden Karten offen aus, dann würfel mit den Kampfwürfeln. Karten, die nach den Würfeln eingesetzt wurden, zählen nicht. Eine Trefferkarte erhöht das Ergebnis deines Würfelwurfs um einen Punkt. Du kannst allerdings nicht mehr als 3 Trefferkarten in einer Kampfrunde auf einen Gegner ausspielen. Eine Abwehrkarte verringert den Schaden, den dir ein Gegner zufügt, um einen Punkt. Abwehrkarten kannst du beliebig viele in einer Kampfrunde ausspielen. Das heißt, das hebt man sich auf, um am Ende den dicken Platz zu machen. Am besten, ja. Okay, krass. Also ich habe jetzt hier voll das Spiel gecrackt. Massives Hacking. So, wir haben 3 verschiedene magische Gegenstände. Alle magischen Gegenstände außer den magischen Waffen können einmal angewendet werden. Danach werden sie aus dem Spiel genommen. Der Heiltrank.
gehst du automatisch auf 8 Lebenspunkte und es zählt nicht als Aktion. Die Elfenstiefel. Die von Elfen gefertigten Stiefel, da steht's, okay, aus feinstem Leder erlauben es dem, der sie anzieht, du, der du Held bist, sich so flink wie der Wind zu bewegen. Ein Held, der du bist, der sich die Stiefel am Ende seines Zuges anzieht, so du dies möchtest, erhält sofort nach einem, noch einen Extrazug mit vollen 3 Aktionen, die er augenblicklich ausführen darf. Danach lösen sich die Stiefel auf. Puh, Scheiße, keine Schuhe mehr. Wir haben vorher darüber spekuliert, ob die Stiefel von Elfen oder aus Elfen sind, deswegen. Das ist langweilig gerade, ne? Es ist nur von Elfen. Ja. Ich hatte da auf mehr gehofft, muss ich ja gestehen. Der Feuerkristall, auch genannt die Granate des schwarzen Auges. Und das sieht auch aus wie eine Granate. Hier, da. Ich meine, jetzt könnte man sagen, im Horrorsreich gibt es ja die Granatäpfel. Ja, aber das ist eine Granate. Ja. Das ist kein Granatapfel. Magisches Artefakt. Granate. Egal was, das wird mit Magie erklärt. Der faustgroße, rot glitzernde magische Kristall ist eine machtvolle Waffe. Er kann waagerecht oder senkrecht beliebig weit auf ein Feld geworfen werden, sofern keine Mauer seinen Flug behindert. Die offenen Türen hindurch kann er selbst, auch durch offene Türen kann er geworfen werden. Wenn ihn ein Held wirft, muss er bestimmen, auf welchem Feld der Kristall landen soll. Dort aufgekommen explodiert der Kristall in einem Feuerball, der Figur, die auf dem Feld steht, einen Schaden zufügt, der mit 3 Kampfwürfen gewürfelt wird. Der Feuerstoß fügt jedoch auch jeder Figur auf einem angrenzenden Feld einen Schaden zu, der mit 2 Kampfwürfeln ausgewürfelt wird. So. Da der Kristall in seiner Wirkung keinen Unterschied zwischen Held und Monster macht, ist es ratsam, wenn du, der du ihn wirfst, ihn mindestens 2 Felder weit von dir wegwirfst, da du sonst selbst Schaden nimmst. Wir spielen nicht unbedingt miteinander, oder? Es ist, glaube ich, mehr so ein relatives Miteinander. Ich glaube, heute würde man das semi-kooperativ nennen. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, der Hinweis geht darauf, dass du deine Mitspieler nicht verletzen solltest. Aber okay. Es steht da noch ein weiterer Satz dabei. Gib auch Acht, nicht deine Freunde zu verletzen. Ja, immerhin. Außer du hast Spaß dran. Treffer- und Abwehrkarten können beim Wurf eines Feuerkristalls nicht eingesetzt werden. Hast du ein oder mehrere Monster mit einem Kristall vernichtet, so bleiben magische Gegenstände, die sie überwachen, im leeren Feld zurück. Du erhältst wie gewöhnlich die Figuren der besiegten Monster und je eine Treffer-/Abwehrkarte sowie eine Goldmünze pro Monster. Das Portal. Vom letzten Raum des Tempels führt das große Portal, sehen Sie hier, das große Portal, in die Arena, das Herz der Macht des Nemesis. Auf diesem Feld dürfen auch mehrere Helden stehen. Der erste Held, der durch das Portal schreitet und das magische blaue Feld dahinter betritt, erhält 4 Karten vom Stapel der Treffer- und Abwehrkarten. Der zweite Held, der es betritt, erhält 3, der dritte und der letzte Held jeweils nur noch 2. Wer einmal durch das Portal geschritten ist, für den gibt es kein Zurück mehr, solange Nemesis noch existiert. Monster können das Portal nicht durchschreiten und das blaue magische Portalfeld nicht betreten, denn es ist eines jener Reste des Schutzringes, der früher den Aufbewahrungsort des schwarzen Auges umgab. Labarababa, peng peng. Im Tempel verbliebene Monster können somit auch nicht aus ihm in die Arena ziehen und umgekehrt. Die Arena. Mitten in der Arena steht das schlossartige Throngemäuer des Nemesis. Darunter liegt die Gruft, in der die Monster und Untoten Nemesis Befehle erwarten. Das Throngemäuer und Nemesis Thron sind Teil der Arena und alle Regeln zur Arena beziehen sich auch darauf. Nemesis Aufgebot. Wir heiraten? Hm? Entschuldigung. Du als Nemesis willst du einen der Helden, der ihr seid? Alter. Hast nun die Macht, bis zu 6 Monster aus jenen auszuwählen, die dir noch zur Verfügung stehen. Verteile die verbleibenden magischen Gegenstände aus den Marmorplatten der Gruftkammern auf diese Monster und stelle je eines hinter die 3 Türen im Throngemäuer, die aus der Gruft führen. Die anderen 3 Monster kannst du auf je ein beliebiges Feld stellen, das an das Throngemäuer angrenzt. Keines dieser 6 Monster kann die Treppen der Verdammnis zum Thron betreten. Das heißt, die sind einfach hier unten und dann ist hier Action und dann versuchen die uns aufzuhalten, dann gibt es große Keilerei. Ja. So weit, so einfach. Der Kampf in der Arena. Die Kampfregeln in der Arena sind weitestgehend dieselben wie im Tempel, mit einer Ausnahme. Wird ein Held von einem Monster bewusstlos geschlagen, erscheint er nicht am Eingang des Tempels, sondern auf dem blauen Portalfeld. Seine Lebensenergieanzeige wird auf 1 gedreht und sein Zug ist sofort beendet. Zusätzlich raubt ihm die Macht des Nemesis einen seiner Schätze. Du kannst als Held selbst entscheiden, ob du einen magischen Gegenstand, eine Treffer- oder Abwehrkarte, ein Goldstück oder eine geschlagene Monsterfigur abgibst. Lege das Teil in die linke Grube der beiden Gruftkammern. Eine abgegebene Karte wird auf den Ablagestapel gelegt. Einen solchen Verlust erleidest du jedes Mal, wenn dich ein Monster besiegt. Hat ein Held keinen Gegenstand mehr, so muss er auch nichts abgeben.
Auf jedem Feld, außer dem blauen magischen Feld, kann nur eine Figur stehen, auch wenn hier die Felder größer sind und nicht quadratisch. Gekämpft wird auch hier nur über waagerecht oder senkrecht angrenzende, nie über diagonale Felder. Aufeinanderfolgende Treppenstufen werden als gewöhnliche angrenzende Felder betrachtet. Der Weg zum Thron. Hat ein Held einmal die Stufen zum Thron betreten, die man auch die Stufen der Verdammnis nennt, so du der Held bist, der dies tun möchte, hat er nun noch den Manticore und dich selbst, Nemesis, zu fürchten. Gott, der Text tut echt weh. Der Manticore bewegt sich und kämpft nur auf dem Throngemäuer, das er niemals verlässt. Mit 6 Lebenspunkten ist er der stärkste und der Nemesis-Monster. Du selbst, Nemesis, bleibst auf deinem Thron. Dort erwartest du die Helden. Schönen guten Tag. Der Kampf gegen Nemesis. Wir kaufen nix. Der Kampf gegen Nemesis. Nemesis könnt ihr Helden nur von den Feldern aus bekämpfen, die sich direkt vor seinem Thronsitz befinden. Ihr könnt allerdings auch von einem anderen Feld aus einen Feuerkristall auf ihn werfen. Im regulären Kampf kann jeder Held, der auf einem Feld vor Nemesis Thron steht, gegen Nemesis antreten. Auch Nemesis muss mit einem Schlag auf einmal besiegt werden. Nemesis besitzt 7 Lebenspunkte und weniger als 7 Schwerter haben keine Wirkung. Es empfiehlt sich also, möglichst Treffer- und Abwehrkarten einzusetzen. Also eher mehr Treffer als Abwehrkarten einzusetzen. Gelingt es einem von euch Helden, Nemesis zu schlagen, so darfst du, der du den Kampf gewonnen hast, Nemesis von seinem Thron stoßen. Nimm seine Figur, schmeiß ihm seine Rassel an den Kopf und renn lachend weg. Auch jetzt erhältst Das steht das hier so. Nee, ich glaube nicht. Na, okay, vielleicht habe ich es ein bisschen erweitert. Künstlerische Freiheit, aber nein. Auch jetzt erhältst du noch eine Goldmünze und eine Karte von Treffer- und Abwehrkartenstapel. Hast du noch Aktionen für deinen Zug übrig, so kannst du noch auf das Thronfeld des Nemesis steigen, was am Ende zusätzliche Punkte zählt. Was? Kein Scheiß. Das steht hier wirklich so. Nemesis Kampf gegen die Helden. Du, Nemesis, hast natürlich auf jeden Angriffsschlag immer einen Verteidigungsschlag. Natürlich. Ja. Ist die Reihe an dir, so hast du natürlich auch volle 3 Aktionen zur Verfügung. Wobei du natürlich nicht ziehst, da du deinen Thron nicht verlassen wirst. Was kann ich denn stattdessen wohl tun? Ich habe keine Ahnung. Gelingt es dir, einen Helden zu schlagen, so ist dieser nicht bewusstlos, sondern besiegt. Deine Macht ist so groß, dass er seine Hand nicht mehr gegen dich erheben kann. Der Held scheidet aus dem Spiel aus und muss abwarten, ob seine Seite gewinnt oder ob du, Nemesis, den Kampf gewinnst. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Fail-State. Ja, es gibt genau eine Möglichkeit für dich. Also eigentlich können wir den ganzen anderen Quatsch vorher eigentlich umgehen und direkt da oben es draufstellen und gucken, dass wir Nemesis erschlagen. Ne? Vorausgesetzt, ihr sammelt... ich muss versuchen, euch die Karten aus der Hand zu locken. Ja, und wenn wir das nicht machen? Weil ich komme ja jedes Mal wieder. Ja, dann kommt er halt immer wieder bis zu diesem Punkt. Das ist schon ein bisschen gegen den... Irgendwann ist ein bisschen gewichtet, oder kommt mir das nur so vor? Ja. Aber das Ende des Spiels. Nemesis siegt. Wenn all deine 4 heldenhaften Widersacher von dir, Nemesis, besiegt wurden, hast du, Nemesis, das Spiel gewonnen. Du herrschst künftig über das Reich und das schwarze Auge. Kurze Frage aus dem Chat. Ja. Wer hat dann gewonnen? Du, Nemesis, hast dann gewonnen. Okay, danke. Es sei denn, du, Held. Alter. Die Helden siegen. Hat einer von euch Helden Nemesis zur Strecke gebracht, so ist das Reich befreit. Die Macht des schwarzen Auges gehört wieder euch und den Weisen der alten Zeit. Alle Monster, die noch übrig sind, verschwinden augenblicklich in das Reich der Finsternis oder zerfallen zu Staub. Nun zählt eure Schätze. Die Bewertung ergibt sich wie folgt. Jedes geschlagene Monster im Beutetrog. Beutetrog. Jetzt ist es der Beutetrog. Der Beutetrog ist auch ein Wort. Mhm. Also das ist für mich das Wort des Tages. Der Beutetrog besitzt den Wert seiner Lebenspunkte. Jede Goldmünze zählt ihren geprägten Wert an Punkten. Jede unbenutzte Treffer- oder Abwehrkarte zählt einen Punkt. Auf Nemesis Platz zu stehen ist 5 Punkte wert. Alter, ich piss auf deinen Stuhl! Jeder unbenutzte magische Gegenstand ist 2 Punkte wert. Das gewinnt der Held mit den meisten Punkten. Ihm wird Ruhm und Ehre zuteil. Doch ihr alle werdet mit Sicherheit in den Liedern und Sagen des Reiches besungen werden. Man wird noch nicht mal Kalif anstelle des Kalifen. Nee, du wirst aber zum Koprayaner statt dem Koprayaner, wenn du dich auf seinen Stuhl setzt, wenn du es willst. Möchtest du dich mal Koprayaner lassen? Immer. Da gibt es eine riesendolle Rassel für. Hast du stundenlang Spaß mit? Nein, ich will nicht mit Steffs Rassel geschlagen werden.
Oh, wir reden nicht von Schlagen. So, das ist dein Einstieg in das Fantasy-Brettspiel. Bereitet euch auf das neue Abenteuer vor. Und jetzt ist da sogar hinten drin, das finde ich großartig, noch Werbung für. Ist das wirklich schon das Ende? Nein! Spielt das schwarze Auge. Jetzt wird es erst richtig gut. Jetzt geht es richtig ab. Ja. Und ich finde da auch eine schöne Durchmischung an Spielen. Ich finde dann, der richtige Übergang, wenn du von dem hier kommst, ist als nächstes die liebliche Prinzessin Jasmin. Ja. Okay. Wobei ich glaube, Borgwarts Fluch wäre näher dran. Ja, definitiv. Wobei die liebliche Prinzessin Jasmina, haben wir schon ausgemacht, wird sich die Maraske demnächst mal stellen. Vielleicht mache ich das genauso souverän wie den Stab aus Ulmenholz. Alter, den Stab aus Ulmenholz, den hast du ja. Ja. Also das war schon einfach bloß, weil ich ein netter Typ war. Doch einfach ja. Nimm doch deinen aus dem Dungeon, deinen Trog. Achso, das ist ja gar nicht mein Problem. So, dann sind wir soweit auch durch. Ich finde, die Regeln sind ja relativ straight, wenn du, als der du zugehört hast, dich entschieden hast, dass du als Zuhörender aufgepasst hast. Kann ich wieder gehen? Nein. Möchtest du als Jüngster jetzt gehen? Ich muss anfangen, oder? Erstmal müssen wir die Inge noch fragen, wer der Waldläufer sein darf. Inge, du als künstliche Intelligenz, was hat denn der Chat als der Chat dazu entschieden, wer den Waldläufer spielen darf? Also der Chat hat gesagt, also hat für euch beide Alex und Markus gleich abgestimmt. Ihr habt das gleiche Ergebnis gehabt. Der Vorschlag war, oder ein Vorschlag war, dass ihr euch einfach abwechselt. Jo. Oder der Alternativvorschlag, das Alex macht, weil der ist ja der Herr der Regeln. Der kann jetzt auch die Regeln während des Spiels anpassen, weil es ist ja DSA. Du hast gewonnen. Ich bin da nicht so. Und dann habe ich noch eine eigene Frage. Okay. Können wir die Sachen, die bei einem nächsten Talk-Crowdfunding rauskommen, dann in den Beutetalk machen? In den Beutetalk, finde ich gut. Ich bin dafür. Meine Stimme hast du. Der Beutetalk. Okay, alles klar. Der war gut, den lasse ich gelten. Den dürfen wir auf jeden Fall irgendwo mit einbringen. Ja. Inge. Tops gehen auch an Holven, der hat damit geholfen. Also Respekt, den habe ich nicht kommen sehen. Ich gebe aber auch zu, ich habe den Beutetrog nicht kommen sehen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein göttlicher Gegenstand aus einer Mischung von Fex und Travia. Da können wir relativ werden. Ich glaube, das können wir noch irgendwo einbauen. Wenn ich jetzt an die Beute trug, darfst du mal irgendwo oder einbauen. Oder Tiere, vielleicht Parallel. Ich stelle mir auch so ein lustiges kleines Känguru vor, das dann Beutel trug. Ein Beuteltrog. Jetzt wird es aber ein bisschen... Das kriegen wir hin. Okay, cool, alles klar. Ich sehe schon, der nächste aventurische Boot ist gesichert. Alex hier im Studio, das kriegen wir hin. Nico zu Hause am PC, kräuseln sich die Fingernägel. Komm du mir heim. Von wegen. So, okay. Ja, gut. Du darfst anfangen. Steht das so? Ja. Nein, es stand nur, der jüngste Spieler steht vorne. Ja. Ach, du musst die Zugreihenfolge. Außer du findest in den Regeln etwas, dass der jüngste Spieler anfängt. Nee. Einen Moment noch. Ich habe ganz vergessen, ich wollte euch noch sagen, wie die Umfrage ausging, wer das überhaupt gespielt hat. Und Ach so, ja. Also, tatsächlich kannten 46% der Teilnehmenden das Spiel nicht. Ernsthaft? Ihr 28 haben es gespielt und 26 kennen es. Respekt. Also, was mich jetzt noch echt reizen würde, diejenigen, die es gespielt haben, da würde mich mal eine Note interessieren. Habt ihr einen bleibenden Schaden davon getragen? Ja, genau. Also, ich denke mal, so klassische Abstimmung, 1 bis 5 Punkte. 5 ist mega geil, 1 ist, ja, man hat eh zu viel Lebenszeit. Also, von daher, das würde mich echt noch reizen. Wenn du das nochmal loslegen könntest, Inge, wäre ich dir dankbar. Ja dann, ich schwinge jetzt machtvoll mein Zepter. Ich habe leider eine Frage, wenn du es geschwungen hast. Ey! So, wer ist rot von euch? Ich. Rot fängt an. Und jetzt bleibe ich halt stehen. Ja, genau. Richtig? Ja. Das ist nämlich die Sache. Genau, das ist die Sache. Die Regeln lassen ganz viele Sachen offen. Okay, Markus, du kannst dich nicht bewegen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Der Wald kann sich nicht bewegen. Das heißt, du bist als kannst in dieser Runde jetzt erstmal anfangen. Oh nein, ich muss doch nicht anfangen. Doch! Ja, dann das ist so hin. Schubs. Dann muss ich ja die Tür öffnen. Ja, das kostet ja keine Aktion. Das kostet keine Aktion, aber ich muss jetzt sofort in Aktion treten, denn ich muss. Monster. Und ich muss sie mit zwei Gegenständen. Ah, was gebe ich euch?
Weil, oh, ich schmeiß euch zu mit Heiltränken. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe so eine Idee. Ich würde den Rotz nehmen, genau, ich Heiltränke. Ich schmeiß euch erstmal zu mit Heiltränken. Und dann werden wir georgt. Und dann werdet ihr georgt. Top. Das war nur das Mikro. Alles. Sagen so. Ach, dann geht's ja. Alles gut, Inge. War nur das Mikro. Ist nur ein bisschen kaputt. Eure Meinung zum Spiel. Yo, darf ich da mit abstimmen? So, okay. Da stehen zwei Orks und wir machen die nächste Tür. So, das war noch keine Aktion. Du darfst dich jetzt bewegen. Okay, dann los. Du musst Aktionen dich bewegen. Ja. Felix von edler Geburt. Eins, zwei, drei. Ja, das bringt ja mal gar nichts, aber okay. Gut. Dann ist jetzt. Jetzt bist du dran. Ja, aber du kannst die erst aufmachen, wenn die tot sind. Ach so. So, und jetzt bin ich. Ey, ich meine, du bist von edler Geburt, aber nicht ja. von. Du bist und, noch lange nicht mit Intelligenz geschlagen worden. Das dabei. Ist okay. Ja. Ich finde das nett von dir. Ich mag das, dass du mir den Vortritt lässt. Gerne. Du musst jetzt erstmal. Du bist jetzt dran. Ja, ich bin jetzt dran. Dann zieht doch mal der Ork hier hin ja. und würde dich hauen. So. Ja, der hat ja auch Züge. So, du musst hier drin würfeln. Verdammt. Ja. Er hat ja auch Züge. Ja, so. Oh. Aber der hat Mitleid mit dem Ritter. Ja, aber er ist nur in einem Feld, er kann ja nochmal hauen. Ja. Ja. Halt, kann ich einen Gegenschlag machen? Achso, ja, stimmt, einen Gegenschlag. Du ja, darfst einen Gegenschlag machen. Mit zwei Würfeln. Nein, da brauchst du keine Karte für. Du brauchst nur zwei Würfel. Ja. Ja, dann gib mir mal zwei Würfel dann. Ich finde auch dieses klassische. Das sind drei. Drei! Ja. Tot! Aha, genau. So, also, das heißt, du kriegst das Monster, du kriegst hier eine Münze, du kriegst natürlich den. Gegenstand. Bitteschön. Und du kriegst deine Karte vom. Kriegst du den direkt oder bleibt der erstmal liegen? Nein, den steckst du hier. Okay, der kommt hier hin. Da, guck. Den steckst du dir da in deinen Beutelkrug. Den kannst du dir wohin stecken. So. Und du kriegst noch eine Karte vom. Oh. So. Eine geheime jetzt, Karte. Ich glaube, ich kann das andere Monster noch. Ja, aber ich komme jetzt, glaube ich, nicht. Doch. Ah, doch, ja, stimmt. Ich kann dran. Eins, zwei und kann ihn hauen. Ich hatte das wohl auch in Erinnerung, dass die Monster, also gerade am Anfang stürmen die auf dich zu, um sich zu umbringen zu lassen. Wo ist das in das Spiel quasi? Ein Treffer! Oh. Jetzt kannst du den Treffer natürlich hinnehmen oder eine. Die musst du ja vorher spielen. Ach stimmt, die muss ja vorher spielen. Oder? Ja, doch vor. Ja, muss er vorher spielen. Ja, dann nehme ich den Treffer. Stirb, Ritter von edler Geburt. Oder ja, wie das auch heißt. Ich hab's festgehalten und richtig viel Gewalt ausgeübt, weil es mir scheißegal ist, was mit Steff spielt. Okay, das ist mein Seelenjäger. Oh ja, danke. Danke. Der Seelenjäger kommt ja auch noch zu. Der darf doch erst noch seinen Gegenschlag machen. Ja, natürlich. Ja, dann hau ich mal tot. Zwei hatte ich, gell? Ja, deine Chance, den Tod zu hauen, ist nicht besonders hoch. Zwei. Nee. Alter. Der bleibt stehen. Von edler Geburt und doch von Fähigkeit verschont. Ja, jetzt aber. Ja, habe ich. Den mit. Ja, den. Nee, verdammt. Er zieht einmal über das Feld 8, aber da ist nicht. Hui! So, und ihn ist auf der Seite. Hui! So. Du hast gespitzt! Aber ein Versuch war's wert. So. Schwing dein Ding. Jetzt schütteln sich Steffen wieder an. So, Grün würde anfangen. Darf nicht. Ja, doch, theoretisch. Ja, er darf durch andere Felder durchziehen. Eins, zwei, drei. Bis dahin kannst du laufen. Ja, dann machen wir das doch so. So, dann wäre Blau dran. Der Zwerg. Darf ich? Eins, ja, zwei, drei. Dann Rot. Eins, zwei, drei. Ey, ich fühle mich nur ein bisschen verarscht. Und zuletzt der Ritter von edler. Ich hau den Ork tot. Ja, dann nimm mal deine zwei Würfel, komm und gib alles. Wann brauche ich jetzt diese Karte? Wenn du willst, kannst du jederzeit bitte zunehmen. Und, so. Wenn du weil du kannst ja auch, du kannst auch null würfeln. Plus einen Punkt Schaden. Genau. Das kann man gegen. Das kann man gegen Orks anwenden, da freut sich dann total. Also mach das. Nein, mach auf und vor allen Dingen, denk dran. Ich einfach so. Passt schon. Du hast den erlegt? Hier, da ist noch ein Heiltrank dran, den musst du abmachen. Ja. Oh Gott, noch du, mehr. Du bist vollgestopft mit Heiltrank. So, dann kriegt er wieder eine Münze und wieder eine Karte. Völliger Irrsinn. Ja. Kartenwahnsinn. Ich finde, der Jüngste zu sein, bringt einem mit dem Spiel direkt einen ganz geschmeidigen Vorteil, muss ich sagen. Und jetzt kann er auch noch zwei die Truhe Aktionen, öffnen. Dann öffne ich die Truhe. Die kostet ja nicht mal eine Aktion. Ja, richtig, stimmt. Achso, kostet noch nicht mal eine Aktion. Ja. Oh, ich habe den krassen Hammer des goldenen Todes oder so. Ja. Super. Ey, ich tausche mal. Er hat auch eine Kiste geplündert. Fühlt man sich eigentlich geil, wenn man so hier von oben bis unten ist. Also, du kriegst es ja gerade von allen Seiten reingesteckt, oder? Ja. Und jetzt machst du beim Angriff drei eins, Würfel. Zwei. Nee, warte mal. Ich habe noch zwei Aktionen, gell? Ja. Ja. Ja, doch, das passt schon. Ist ja wurscht. Ach, willst du nicht die Geheimtür ausprobieren? Nee, das lasse ich den anderen machen. Jetzt stehst du aber vor der Tür und. Nee, die Tür ist hier. Tut er nicht. Die Tür ist daneben. Ah, die okay. Tür. Cool.
Okay. So, dann ist Nemesis wieder an der Reihe. Ha, schön, aber dann ich kann kannst du für den Seelensammler würfeln. Ne? Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Aber vielleicht, ihr steht da teilweise... Zwei wäre nicht so schön. Zwei wäre cool, oder? Zwei wäre gut. Dann verzichte. Drei! Ach, fickt euch doch! Drei! Ja. Ah, nimm das, du Helmbaba! So, echt? Kriegst du das rein? Ey, so, sieh los, Bruder! Spaß! Tja. Ja. Warte mal, jetzt kriegst du eine Karte von mir, die ich wegwerfen muss. Nee, nur in der Arena. Nur da? Nur in der Arena. Okay, das ein, also das, was ich jetzt gemacht habe, ich bin auf eins reduziert, ich krieg gleich in den Brunnen. Also ich krieg nur, ich werd nur gedisst. Ja, du wirst nur gedisst. Ja. Ich finde das Spiel jetzt schon super. So. Ich auch. Rot, fängt zuerst an. Eins, schlabbi, 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 schlapp. Zwei. Ja. Pöp, und das war's, aber mehr passiert ja dann nicht mehr. Ja. Ne? Richtig. Ja. Wobei, ich stelle mich nicht dahin, ich bin nicht so gemein. Ich stelle mich dahin, damit ihr wenigstens noch weiterlaufen könnt. Gut. Wir stehen jetzt in einer Reihe. Also nur so 150 Zuschauer? So. Ihr seid der Knaller. Also ja. Ich verstehe das. Das ist das, ihr wolltet anderen Menschen dabei zugucken, wie sie für euch Dinge durchleiden. Geht ich zu, ihr wolltet Steff als Nemesis den Kopraina sehen. Ich dachte, sie wollten Markus leiden sehen. Ja. Ja, ja. Sag mal, Felix. Das ist meine, das ist, nein, Felix. Du hast gesagt, ich soll das weiter Felix, machen. Felix, absolut korrekt. Ich meine, das ist, normalerweise werde ich ja ein bisschen so gequält, beziehungsweise die Maraske, um, wenn wir korrekt sein wollen. Und jetzt ist meine Gelegenheit, Baba hat ja schon mal aufs Maul gekriegt. Ja. Um noch ganz kurz festzuhalten, eine Regel habe ich nicht erklärt, die steht hier drin, die war erst am Ende, da bin ich kurz drüber gegangen. Naja. Gewinnen tut ja? das Spiel übrigens immer der Spieler, der den Barbaren spielt. Mhm. Mhm, ja. Tauschen. Okay. Falls der Markus nicht den Barbaren spielt, gewinnt die Figur, die der Markus stattdessen spielt. Kannst du mir mal die Analogie geben? Nee, die muss ich gerade weglegen. Also nur, dass das klar ist. Ja? So. Okay. Ansonsten gibt es auf die Fresse. So, der Barbar ist ja durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Zwerg wäre dran. Der Zwerg ist dran. Kann er sich überhaupt gut bewegen? Das macht ja alles keinen Halt. Naja, er könnte. Bis dahin, dann könntest du gerade. Könntest versuchen, den. Die Geheimtür und einen ziemlichen Vorsprung. Ja, ja, also ich hätte mir überlegt, zumindest mit einem von den beiden Helden das tatsächlich auszuprobieren. Und ja. Da der Zwerg jetzt auch näher dran ist, bitte da hinziehen. Eins, zwei, dann musst du einmal mit dem Bezirk. Es kommt der Hinweis aus dem Chat, dass alle weiteren Aktionen nach dem Trinken aus dem Brunnen verfallen. Oh, stimmt. Oh Gott, im Himmel. Haha. Na, jetzt bist du mal echt hier gedisst, ne? Was habe ich? 1 bis 3 oder 1 bis 5? 1 bis 5. Ich habe bisher nichts gemacht. Das ist noch relativ einfach. Okay. Aber das ist sehr gut. Und? 6. Ah, das leider. Das ist ja nur ein Zwerg. Ja. Ja. Hm, das, was ist denn, steht da vom Bücherregal oder? Ja. Ja. Ja was ist denn das? Kann man das essen? Lesen. So. Okay. Das Marginaldeser hätten wir ja jetzt Zwergenlasen. So. So. 1. Ah, du machst die Tür auf und die nächsten Monster kommen. Oh, hier, ich meine, die Spannung ist kaum zu ertragen. Fühlst du dich verängstigt, eingeschüchtert? Geht so. Ist okay. Irgendwie finde ich, du fieberst nicht so richtig mit. Ich habe schon zwei Orks getötet. Ich kann relativ entspannt sein, glaube ich. Relativ entspannt. Also das ist halt Wellness-Monsterschlacht. Okay, man muss dazu sagen, es war auch wirklich nur der erste Raum. Also, so, das wird bestimmt hier, guck mal, da wird uns der Steff mal zeigen, wie toll er... Rote Haare bemalen. Ein Oger mit roten Haaren, ja, da ist... Da bist du schon kreativ geworden. Du musst du dich noch einstellen, oder? Nee. Nur so viel, ich darf nur die Punktanzahl des Raumes nicht überschreiten. Ah, genau. Jetzt könnt ihr raten, ob der nur einen Lebenspunkt hat und ich will euch in die Irre führen. Oh. Oder er könnte drei Lebenspunkte haben. Knaller. Können deine Monster durch Türen laufen, durch geöffnete? Durch geöffnete, ja. Ah, verdammt. Durch geschlossene. Also, und du kannst auch keine Türen mehr schließen. Sonst wäre ich jetzt direkt zu der anderen Tür gelaufen. Ja, er hat umgelaufen. Aber es bleibt so. Also nicht... 2, 3. So, ja, dann ist doch der Grüne. Der Waldläufer. Ich würde sagen, der folgt einfach der offenen Tür. Ja, ich meine, es ist kein Wald, der ist ein bisschen vorsichtiger. Der ist doch geil, dass der Waldläufer hier mit uns Markus, würdest du mal den Oger ein Feld nach vorne bewegen? Aber gerne doch, komm, ich hau dich, Kleiner. So, und gib mir einen Würfel oder bitte ich echt? Warte mal, ich nutze jetzt mal so eine lustige Dingens. Okay. Oh, er nimmt eine seiner Abwehrkarten. Ja, macht einfach hier einen Ablagestapel. Wir machen einen Rabatt. Gibt halt auch keine Punkte mehr. Das wisst ihr ja.
ein Treffer, ja, aber du musst in Zukunft hier würfeln, sonst zieht es nämlich ja. Auch okay, stimmt. Entschuldigung, also ich hatte einen Treffer. Gegenschlag. Also Schaden, aber ja, du darfst jetzt zurückkommen. Gib mir mal alle drei. Alle drei, warum? Weil du geil bist. Weil ich eine goldene Waffe habe. Jetzt hast du vier gewürfelt, das heißt, du dürftest einen Würfel sogar nochmal würfeln. Ach, just for the lols. Fünf! Ja. Okay. Sehr gut. Wieder so, eine. Den Teildrang musst du abmachen, der bleibt da liegen. Der bleibt da auf dem. Du hast ja schon. Genau. Dein Ausrüstungssäckel ist sozusagen voll. Ja. Dein Beutetrog. Nicht den, du nimmst nicht den Ogre. Ich meine, du kannst auch den Oger verzehren. Mit einem armen Heiltrank rum, das sah so, auch gerade geil. Du kriegst eine Münze und eine Karte. So. So. Ja, Moment, das war es aber noch nicht hier. Seelensammler. Sammeln mal. Jäger. So, er zieht über Feld 5 einmal quer rüber. Okay. Ja, passiert nichts. Okay, schade, langweilig. Okay, das war's von mir. Rasselt dir ein. Den Gesichtsausdruck machst du bitte nie wieder. So, der Waldläufer hat sich berappelt und darf beginnen. Steff, du mögest noch einen Gegenstand in den Raum legen. Bitte was? Du mögest noch einen Gegenstand in den Raum legen. Ah, stimmt. Richtig, weil ich nur ein Monster gestellt habe. Das legen wir noch einen Heiltrank, ne? Ja, am Anfang, überall wurden Heiltränke gebraut hier. Genau. Vielen Dank, das hätte ich jetzt vergessen. Vielen Dank. Markus, ich würde sagen, zieh ihn doch zur Tür, der geht nicht zu dem Heiltrank. 1, 2, scheiß auf Heiltränke, 3. Ja, den Heiltrank nimmt er. Dann macht er auch die Tür aber auf. Den Heiltrank nimmt er aber auch, also würde er automatisch aufnehmen, wenn du übers Feld ziehst. Er muss aber da, also er muss da stehen bleiben. Wenn du jetzt hier hinstehst, machst du auch die Tür auf. Ne? Ja. Ja. Es geht ja nicht an, dass der Felix ja alles niedermetzelt. Das muss ja auch der Waldläufer drankommen. Ich will auch was töten. Lasst mir was. Der Barbar steht da. So, wer als nächstes? Achso, du musst die entleerten Räume durchgehen und die ganzen Sachen aufsammeln. Knaller. Das ist jetzt ein bisschen härterer Raum. Ne? Ja, das ist ein bisschen härterer Raum. Kann ich auch jetzt machen. Und da steht ein Waldläufer im Weg. Ja, stell dir mal vor, treffen sich ein Waldläufer, ein Ogre und ein... Und ein Krieger von edler Herkunft in der Bar. Boah, hier. jetzt geht's ab. Viele von den Viechern hast du. So, und jetzt weißt du, jetzt wisst ihr halt nicht, welches dieser Gegner wie viele Lebenspunkte hat. Weil das ist auch, mir aber auch völlig schnuppe. Ich bin dran, ich gehe hier hin. Oh, guck mal, wir haben jetzt noch. Boah, hier Knaller. Guck mal, ich stehe hier. Seht ihr mich? Ja. Seht ihr mich? Der Papa winkt. Oder wackelt so ein bisschen. Das ist jetzt nochmal cool. Also ein Feld und dann kann ich mich teleportieren. Ja. Nämlich bis dahin, wo offen ist. Oh, clever. Zumindest stand das so in den Regeln. Ja. Es ist eine durchgehende Linie, ja. Und es ist ein freies Feld in dem Raum. So, und jetzt schlachte ich alles ab, was nicht mehr drauf ist. Naja, du hast noch zwei Aktionen, oder? Ja, immerhin. Ja. Eine und dann zwei. Ja. So, dann haue ich als allererstes mal hier auf das Skelett. Mhm. Und? Völlig erfolgsfrei. Dann hat es aber einen Gegenschlag. Der Papa ist tot. Nein. Ja. Aber nicht schlecht. Aber du hast. Achso, ja. Okay, gut. So, was dann möchtest du nochmal? Dann hau ich es nochmal. Ja. 3. Ja. Warte. Eins. Okay. Dann kriegst du eine Münze, das Monster und natürlich auch eine Karte. Knaller. Ja. Alter. Das hat sich doch gelohnt. Jetzt habe ich das euch. Das war super. Jetzt geht's ab. So. Jetzt geht's ab. So, Herr Ritter von fragwürdigen... Ich finde auch die hohe Qualität der Karten ist... Es ist erstaunlich, dass ihr auch so straight an der Truhe vorbeigerannt seid, die da unten noch steht. Ich habe ja scheiße gemacht. Ich sipp mir erstmal einen Heiltrunk weg. Ich bin wieder auf 8. Ach hier, komm. Nee. Du bist dann... Okay. Ja, ihr verbraucht ruhig. Und dann 1. Kostet ja keine Aktion, das aufzunehmen. Oder kostet auch keine Aktion, das zu verwenden. 2. Oh, drei. Der Maximierer hier. Ja. Ja, hier. Ich finde es übrigens kacke, dass du so angibst, nur weil du jung bist. Tja. So, ja, und das. Bleib du mal so alt, wie wir aussehen. Ne? Das war es jetzt schon, Herr, von uns zu schwieriger, von schwierig und blöd. So, dann noch ein Zwergstück. Will der da nochmal da durch? Ja, klar. Ja, klar, komm, jetzt. Ich probier's nochmal. Haben wir den Zwerg jetzt übersprungen? Nee. Der ist jetzt dran. Ah, okay. Aber der Zwerg ist doch blau. Ja. Grün ist ja erst noch später dran. Da warst du zwischendrin und so weiter. Achso, da war ja der Gegenschlag. Ja, stimmt ja. Entschuldigung.
Also Geheimgang, schon drin. Versuchen zu entdecken. Ja, okay. Da haben wir was durcheinander gebracht. Ich glaube, er hat die Monster vergessen. Die Monster haben nicht agiert, die sind nur aufgetaucht und haben nichts gemacht. Nee, doch. Ne, ich konnte ja, also der Waldläufer hat die Tür aufgemacht, ja, und dann weil er grün ist. Dann kamen die Monster. So, dann ach, hätte von unten dann, nach oben. Dann hätte ja, es geht. Der Barbar hat sich vorgedrängt. Dann hat sich der Barbar vorgedrängt. Der Zwerg wäre nämlich als erstes dran gewesen. Der war auch dran. Wir haben einfach den Zwerg vergessen. Das ist aber so klein, das ist, ja, der kann sich aber nicht dann, wehren. Dann machen wir jetzt den Zwerg. Ist ja okay. Er und dann kommt die, und dann kommt die Monsterrunde. Insofern kommen jetzt aber alle das erste Mal schon gescheit. Das war wieder eine 6. Ist ja auch wieder Bücher. Nummer 2. Mhm. Und? Ja, zwei. Yay, du bist auf der anderen Seite. Und es tauchen sofort Monster auf. Hui. Gucken wir mal, was man da... Hm? Und die Truhe kann ich ja erst öffnen, wenn die Monster aufkommen. Genau. Okay. Alter, das sieht ein bisschen mehr aus wie Schnapp-Tobi gerade. Was ist das? Achso. Schnapp-Tobi, kennst du nicht? Nee. Okay, gut. Ich merke gerade, dass du wirklich in so einem anderen Generationsgefüge bist. Ja? Ja. Das ist ein Spiel, was ich wiederum mit meinen Kindern gespielt habe. Dafür warst du dann schon wieder zu alt. Vermutlich, ja. So, Lotti Karotti kenne ich noch. Ich muss aber nicht das den, ist wiederum dann, die letzte Aktion aufhängen. Das ist doch da vor, oder? Richtig. Okay. Da hatte ich noch keine nicht. Kinder. Dann bleibe ich dort stehen. Okay, dann wäre jetzt... Der Monster. Du hast auch noch eine Aktion, oder? Ja, die will ich nicht nehmen. Ah, ja. Du, du wartest nicht, auf die Monster so viele. Du wartest auf die Gegenschläge. Genau. Aha. Jetzt geht's. Clever. So, der erste Ork greift mit seiner ersten Aktion den Barbaren an. Gib alles. Das zählt nicht, weil du musst hier drin würfeln. Okay. So, bleib trotzdem. Na gut, okay, 2 Punkte. Aua! Du hast einen Gegenschlag. Hättest du jetzt eine goldene Waffe, könntest du mit 3... Ja, guck mal. 2 tot! Mist! Ein Geistiger. Klatsch! So, hier. Und denk an die Karte. Böser kleiner Ork, du. Ja gut, dann haut dich halt der andere Ork auch noch. Mhm. Mit einem. Aua. Da verliere ich gerade den Boden unter den Füßen. Ja, die Contenance. Ihr seht, wie ich gerade nonchalant über den... Oh, nichts. Zweiter Angriff des Orks. Einen. Aua. Jetzt wird's eng, ne? Jetzt wird's eng. Patsch. Mist. Hätte klappen können. Das stimmt. Hätte klappen können. Denk an die Karte. So, und jetzt zeige ich dem... So. Und dem Riddler von der armen Gestalt da. Ach komm, der Zwerg kriegt jetzt mal von 2 Seiten dann, also 1, 2 und kriegt von dem Oger eine geschellt. Der Oger versucht zu schellen mit 3. Bam! Ja, das ist fies. Hau zurück. Denk dran, du kannst, wenn du welche hast, Karten einsetzen. Ja. Aber du haust jetzt erstmal zurück. Möchtest du Karten einsetzen? Nee, ich probier's erstmal so. Okay. Und... 2. 3. Schwein gehabt. Gerade so. Ne? Das heißt, du hast den Baby-Oger erwischt. Kriegst du eine Goldmünze, dann eine Karte und natürlich... Dann sogar einen tollen Heiltrank da. Okay, dann 1, 2 und das... Halt, da würde ich tatsächlich sogar meine Verteidigungskarte, die der Zwerg hier hat, einsetzen. Okay. Eine Verteidigungskarte. Okay, eine Verteidigungskarte. Für einen Schaden weniger. Bam. Ja. Oh, Alter, ja. So, hey. So, dann nimmst du Moment. Also noch ein extra. 5. Dann nimmst du 4. Was Glück hast du eingesetzt, sonst wärst du nämlich jetzt platt gewesen. Ja. So hast du noch eine. So, und du darfst einen Gegenschlag machen. Immerhin. Das machst du natürlich auch glatt. Willst du auf Nummer sicher gehen? Nee. Ich probier's. Nein? Ich probier's so. 2. Ah, Glück gehabt hier. Hier der Killer, Alex, du! Ja? Einen Heiltrank zu nehmen, das ist keine Aktion oder ist eine Aktion? Ist keine Aktion. Nein. Dann nehme ich doch mal einen. Aber nur, wenn du dran bist. Ja, in deinem Zug. Ach, ich meine so. Okay, dann mache ich... Nee. So. Er ist noch der Seelenjäger hier. Der geht geschmeidig über die 7. Hui! Das hat ja mal gar nichts gebracht. Ah, nee. Steht ja da drüben. Oh, Flachpfeife. Echt. Okay, jetzt darf ich rasseln. Jetzt darf ich rasseln. Oh, das ist aber ein Flusserbeat, oder? So, der Zwerg darf als erstes agieren. Ja, ich mache mal mit keiner Aktion die Tour. Wieso bin ich eigentlich immer Dritter oder Vierter? Auch wenn ich Erster war. Die Ersten
Die Jüngsten werden die Letzten sein. Ja. War das nicht schon so? So, und ab jetzt darfst du mit 3 Würfeln zuschlagen. Ich meine, hast du ja auch redlich verdient. Ist es eine Axt? Ja, es ist sogar echt eine Axt. Eine Zwergen, eine goldene Zwerge. Wobei Zwerge ja bescheuert wären, aus Gold eine Axt zu machen, oder? Das wäre ganz schön weich. Das wäre sehr idiotisch. Also in jeder Hinsicht wäre das weich. Vielleicht als Schmuckstück, aber als echte Waffe, richtig. So. Jetzt nehme ich den Heiltrank. Ja. Bam. Auch das kannst du. Und hast immer noch deine 3 Aktionen. Und bist wieder voll heile. Okay, und wo geht's lang? Ich glaube, ich. Hast du dir für das zweite Monster eigentlich eine Karte genommen gehabt? Hast du dir für das erste Monster eine Karte genommen? Nein, habe ich nicht, Ich habe es aber noch dazu gesagt. Also, der Chat kann mir keine Unfairness vorwerfen. Nee, das nicht. Aber ich meine, normalerweise würden wir jetzt sagen, ja, leider weggegangen, Platz vergangen. Ja, aber in dem Fall würde ich einfach sagen, Alex kennt sich mit Regeln, wie wir wissen, jetzt nicht wirklich aus. Ansonsten wäre ich noch und irgendwann habe ich an Alex auch mal wieder eine Frage und dann muss ich einen guten Fuß. Muss man sich gut mit ihm stellen. Ja. Also von daher. So, wo möchtest du hin? So, ich glaube, ich versuche es mit der Taktik weiter. Ich würde mich... Zum nächsten Geheimversteck. So ist es. Und zwar möchte ich aber in die Richtung nach oben dort entlang gehen. Also da lang? Ja, genau. Also 1, 2, 3. Ja. Sehr gut. Dann wäre jetzt der Barbar dran, rot. Ja, das ist ja mal eine relativ einfache Geschichte. 1. Schönen guten Tag. Oh, ich krieg ein mega geiles Conan-Schwert hier. Dürft mich ab jetzt Chef nennen. Chef-Baba? Chef-Baba. So, dann nehme ich auch einen Heiltrank. Schluppi, 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 schlupp. Hast noch immer noch zwei Aktionen. Zack, dann gehe ich da hin und sammle den Heiltrank noch auf. Mach die Tür auf. Bumm! Entschuldigung! So. Das ist okay. Aber da tauchen jetzt keine Monster auf, weil da sind ja schon Monster. Habe ich dem Zwerg die Tür in den Rücken gehauen? Boom. Ich habe die nicht gesehen. Ja, der steht auch hinter der Tür, ganz ehrlich. Ich habe doch gesagt, du sollst dich nicht hinter die Tür stellen. So. Okay, dann der Ritter von fragwürdigem Geblüt. Einfach 1, 2, 3. Ja. Guckt jetzt einfach nochmal. Ich glaube, der Waldläufer macht jetzt natürlich die Action, geht zur Tour. Würde ich gerade sagen, die brauche er jetzt. Der Waldläufer ist ein klein bisschen lahm, oder? Der hat ganz passend, finde ich, für ihn. Morgenstern. Der rollt das Feld von hinten auf. Ach so. Der wartet erst, bis wir abgenutzt sind und dann steht der Morgenstern das Feld von hinten. Deswegen hat er auch noch keinen einzigen Heiltrank, oder? Ja, der kann ja noch hingehen. Okay. Das ist noch einen Bewegungspunkt. Wo geht's hin? 2. Richtung Heiltrank, Nee, oder doch, der stand da 1, 2, 3. Wenn du willst. Stimmt, die Truhe ist nämlich keine Aktion. Ja, insofern. Auch der einen. So, ich als Nemesis der Kavrainer mache jetzt genau eine Aktion, nämlich Würfel für den Seelensammler. Und erinnert das eigentlich noch irgendjemanden so brutal an Ghostbusters mit dem Namen? Ja. So, er bewegt sich über die Dreierreihe. Das ist vielleicht nicht so gut, oder? Da steht. Oh, der Heiltrank geht flöten. Der Heiltrank geht flöten. Welcher Heiltrank? Das ist kein Heiltrank. Kein Heiltrank? Ach, das ist bloß auf dem Feld. Ich habe das übrigens auch mal für einen Heiltrank gehalten. Ja, Entschuldigung. So ich dachte, auf dem Feld sieht es wie ein... Das sieht so ein... Das da? Nee, das am Rand, bei der 3, direkt an der 3. Genau. Ja, das sieht man. Ja. Das sieht von der Aufsicht oben habe ich das jetzt... Ist aber nur eine Ratte. Er nimmt die Ratte mit. Wenigstens eine Seele für den Seelensammler. Quiek! Ja. Okay, cool. Gut. So, dann musst du rasseln. Achso, ich muss rasseln, ja. Also wenn ich hier in Manticore wäre, würde ich noch verabschieden. Ach, der hat ein lockeres Leben. Ich meine, da unten ist ein Abschlussgitter. Der kann da... Weiter! Unten drunter ist die Gruft der Monster. Darum sind die so fies drauf und riechen nach Fisch. Jetzt, nachdem wir ein paar Runden gespielt haben, die Rasse finde ich gar nicht so schlecht. Oh, ernsthaft! Der Waldläufer hat neuen Mut gefasst und ist als erster dran. Ja, direkt weiter durch die normale Tür. Das ist ja nicht so, dass er viel Wahl hätte. Der gerade. Zwerg ist dran, als nächstes. Dann nähere ich mich dem Geheimgang. Mhm. Dann probiere ich's. 1 bis 3 diesmal. 1 bis 3. Mhm. Ja, diesmal ist 1 bis 3. Nein. Hättest noch einen Versuch. Ja, probieren wir. Und eine 8. Nein. Leider nicht. Okay, dann neuer Wasser. Dann wäre der Ritter von fragwürdiger Geburt an der Reihe. 1, 2, 3. Und zuletzt der Barbar. Ich habe doch die Tür aufgemacht. Warum gehe ich als Letzter in den Raum? Durch das Feld kann man nicht durchgehen. Ne? Nee. 1, 2, 3. Ja.
Beweg dich, los. Ich kann nicht viel machen. Ich muss jetzt nur den Seelenjäger. Okay. Selbst wenn ich sage, bringt das nicht viel, habe ich komm, das komm, gehört. Komm, komm. Die 6, er wandert durch. Zwerge fressen. Ja, oh. Das war wohl nicht so ganz okay, gut. Das hat doch was gebracht. So, was verliere ich alles nochmal? Ja, du verlierst eines von den Sachen da, entweder einen magischen Gegenstand. Nee, du musst doch mal gucken so. Beim Seelensammler, bitte. Die Sachen verlierst du nur, wenn du in der Arena verlierst. Dann verlierst du nichts, dann bist du nur auf einem Lebenspunkt. Ja. Bist dann gleich da also du wirst einfach nur verarscht von dem Spiel. Genau. Okay. Anders kann man das echt nicht bezeichnen. Ja. Das ist okay. Dass du bis dahin echt nichts verlieren kannst, das ist ja total geil. Ja, bitte. Inge, klopfst du an? Ich glaube, dann kannst du wieder rasseln, oder? Dann kann ich jetzt wieder rasseln. Weil ich glaube, beim Seelensammler wirst du nur auf eines der... Basilie. Ich glaube, das schießt nur Objekte, die auch nicht. Abai. Nee, du hast recht. Es wird einfach nur... Ja. Okay. So, der Barbar ist jetzt in Blutrausch oder was auch immer. Ich bin in Feierlaune. Und ist als erster dran. Eins, zwei, trete die Tür ein. Du tretest die Tür ein. Ja, dann gucken wir mal, was wir... Ja, und ich weiß auch, wer das ja wieder der Nutznießer davon ist. Bin ich der Schimmelritter? Das ist gar nicht, was du meinst. Schimmelritter, ich bin Gold. Hat vom Schimmelritter nicht schon Goethe geschrieben? Vom Schimmelritter, genau. Oder war das Schiller? Das eine Skelettchen da. Ja. Das ist ja süß. Komm her. Bam. Einen darfst du, glaube ich, noch. Einen darfst du noch. Ja. So. Und der Waldläufer wäre dann, der ja ein bisschen Boden gut machen muss. Ja. Drei. Genau das. Genau. Jetzt ist der Ritter. Einfach. Was also macht der Ritter? Du selbst ziehen und mir sagen, wo er hingehen soll. Aber ich habe so das Gefühl, der kommt nirgendwo anders an. Zwei. Ah, der Ritter stürmt vor. So. Gut, dann wäre jetzt noch der Zwerg dran. Wahnsinn. Mhm. Ja, ich glaube, der geht mal ins Hallbad. Fertig. Runde vorbei. Ja. Bitte wirf jetzt keine 5. Ja, das Skelett bewegt sich als erstes Mal. Ich mach's spannend. Erstmal greift das Skelett an, hat jetzt noch zwei Angriffe. Ich mach's spannend. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Zwei Schaden. Gegenschlag mit drei Würfeln. Alle drei. Ja. Dankeschön. Und was? Das sind 4. Kaputt. Oh, okay. Das ist mal ein mächtiges Skelett. Der Heiltrank bleibt liegen. Ja. Heiltränke brauche ich nicht. Denk an die Karte. So was Billigem gebe ich mich nicht ab. Gut, dann mache ich jetzt den Seelensammler. Und jetzt eine 5 wäre so. Klack, klack, klack. Würden wir alle wieder von vorne anfangen. Du würfelst eine 5. Eine 0, er macht gar nichts. Bleib hier. 1 bis was? Macht Feierabend. Ja. Schande. Es bringt doch eh nichts, was ich hier mache. Ja, ich raffel ja schon. Oh. Rassel. Der Waldläufer darf Wald laufen. Also jetzt ist die Frage, willst du hier oben hin oder willst du hier unten hin? Ich würde tatsächlich zum Geheimgang gehen. Oh, ja, der Waldläufer will Boden gut machen. Passt. Dann ist der Zwerg. Kann man den nicht weiter aufmachen? Ja, der geht dann ins Portal auf jeden Fall. Genau. Kann ich mich dann in den Raum, egal wohin, teleportieren? Es muss nur ein freies Feld sein. Bis dahin. Also auch kein Feld, wo ein Gegenstand drauf liegt. Richtig. Also es muss ein freies Feld sein. Genau, dann dorthin, dann... Trittst du die Tür ein? Nee. Ich gehe eins zurück. Ja, das geht aber. Und sammelst den Heiltrank ein, ja? Okay. Die Tür muss, glaube ich, trotzdem geöffnet werden. Sobald. So. Dann würde ich nämlich direkt im Sinne... Ja, okay, dann gehst du da ein. Dann machen wir es so. Ja, laut Regelstand, glaube ich... Sobald du eine Tür siehst, musst du die eintreten. Keine Aktion quasi, der Tür. Dann gehe ich aber dorthin und nehme nur den Heiltrank. Okay. Dann hast du immer noch eine Aktion. Ja, aber ich überlege gerade, ob ich. Dann haue ich dem Ritter eine rein, einfach weil ich es kann. Nee. Ich glaube, ich gehe tatsächlich wieder zurück. Okay. Also, ich hätte dem Ritter einfach eine reingehauen. Einfach um die Chance zu minimieren, dass der Seelenjäger da uns alle will. Also, ich hätte dem Ritter eine reingehauen. Baba, möchtest du nicht dem Ritter eine pratzen? Mit seiner goldenen Waffe und. Also, gerade bin ich ihm überlegen, ja. Ich meine, jetzt oder nie. Ich bin zuerst dran. Ja, du bist zuerst dran. Du könntest ihn hauen und wegrennen. Boom. Oh. So. Okay. Hallo? Jemand zu Hause?
Moist. Immer dieser Staubsaugervertreter. Gosa. Der Gosaianer. Ja. Okay. Möchte es sein, dass hier so. Mich auch ein bisschen daran, ja. Ein bisschen, ja. So also ein paar so Ghostbusters-Vibes kommen hier schon auf, ja. Es gibt die coolen Stiefel. Oh, sie haben die Stiefel ausgepackt. Ja, ich habe da keine Heiltränke mehr. Ein Gegner, okay. Tja, wer weiß. So, ja, Baba, du hast jetzt keine Aktion mehr, richtig? Ich bin durch. Dann wäre jetzt der Ritter dran. Ritter, willst du nicht Baba hauen? Nee, aber ich trinke erstmal einen Heiltrank. Okay. Ja, nein, ich trinke einen Heiltrank. Dann haust du den Baba, finde ich gut. 1, 2, 3. Genau. Dann stürmt er in den Raum. Und jetzt hau ich ihm in den Rücken. clever. Hast du durch die Monster durch den Rücken schlagen? Ja. Ach, ich mach jetzt mal den Seelenjäger zuerst. Würfel doch mal eine 9. Eine 4. Zwerge! Was denn? Das hat er nur mit dem Zwerg. Den Heiltrank hat er gefressen. Ah, Heiltrank hat er auch noch gefressen. Gut. Das war jetzt mal. Danke, ja, Junge. Junge, echt jetzt hier. Junge! Ja, nee, dann kann ich mich ranbewegen und kann nicht mehr hauen. Ja. Nee, ich bleib stehen. Ich bleib vor der Tür stehen, weil dann kommt der zu mir. Ich möchte anmerken, dass ich mich extra auf dieses Feld zurückbewegt habe. Ja. Wie gesagt, also ein Tank kann dieses Spiel wirklich gut, dich völlig sinnfrei dissen. Ja. Weil du hast ja gar keine Chance, das nicht zu machen. Hey. So, jetzt hier, der Krieger ist als erstes dran. Nehm mir Elfenschuhe. Und dann noch eine näher zum Ork. Jetzt könntest du gleich deine Elfenschuhe einsetzen. Was darf ich denn nochmal machen? Und dann hast du nochmal einen vollen Zug. Ja, dann mache ich das doch gleich. Mein Gott, bin ich nett, dass ich ihm das... Ja, nee, eigentlich wolltest du nur, dass er die Stiefel losgeht. Ja, das auch. Warte mal, was für ein Wert hat der Raum? 5. Das ist ein Fünferraum. Das ist ein Fünferraum. Ich gebe so eine Draufkarte ein. Okay, dann eine Karte auf den Ablagestapel und Würfel mit 3 Würfeln. 3. 3? Ja. 3? Ja. Also 2 ja. plus 1 ist 3. Reicht. Wow. Okay. Oh, da hat der ja. Chef uns also, zu täuschen. Ja, ich habe versucht, euch zu täuschen. Denkt an die Karte, die du kriegst. Und eine Goldmünze. Die darf ich dir auch bald nicht übergeben. Nee, 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 nee. Was ihr da unter euch macht, ist mir egal. Und dann zum 1. 1, ne. 1? Und du machst dir die Tür natürlich auch genau, auf. Genau, mach ich die Tür auf. Dann schaue ich erstmal, was ein Monster kommt. Ja. Mhm. Und dann hast du gar noch eine... Bewegung. Hm. Schau erst mal, wo Steff die Monster hinsetzt. Ach komm, jetzt machen wir mal. Wo Steff die Monster hinsetzt. Steff, hallo, komm. Ein Oger. Nur ich bleib da stehen. Und halt, ich muss ja noch was hintrapieren, da ich nur ein Monster gestellt habe. So, Elfenstiefel liegen da im Eck rum. Ich bleib da stehen. Mhm. Okay, dann wäre jetzt der Zwerg an der Reihe. Der trinkt aus dem Heilwasser. Runde ja. vorbei. Das ist so anfangen. Dann wäre jetzt der Waldläufer dran, der ja hier vor dem genau. Portal steht und schwuppdiwupp in dem Raum drin sein könnte. Ja, Geheimgang testen wir mal. Ja? Ja. Wow, hat geklappt. Schade, dass auf der anderen Seite kein Monster stand. Das wäre witzig geworden. Das stimmt, ja. So, ja. Du kannst dich jetzt noch 2 Felder weit bewegen. Ah, nee, du hast eine Aktion. Ja, 2 Felder weit bewegen, aber dann hast du keine Aktion mehr. Das Aufnehmen von einem Gegenstand kostet ja nichts. Nee, du musst nur auf das Feld ziehen. Und die Elfenstiefel einsetzen kostet auch nichts? Naja, du kannst den Gegenstand nicht aufnehmen, weil du schon 2 hast. Nee, der hat es erst. Entschuldigung, ich habe hier geguckt. Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Nein, die Elfenstiefel kostet keine Aktion, sondern das machst du am Ende deines Zuges und kriegst dann gleich nochmal 3 Stück. Also 3. Dann würde ich sagen. Nimmst du? Kannst dich sogar noch 1 bewegen, wenn du das willst. Und aber könntest dann geht's 2 die Tür auf. Genau. Ja, stimmt. Du könntest auch 1 zurückgehen und dann die Elfenstiefel einsetzen und dann hast du. Kannst du 1 nach oben und noch 1 nach oben. Jetzt, ich meine, was genau nein, habt ihr denn Angst, Leute? Was ist denn hier passiert? Ich will trotzdem die Elfenstiefel tatsächlich auch einsetzen. Einfach aus Gag. So. Mhm. Oh mein Gott, da geht die Tür auf. Wow. Ey, echt? Ja, dann wird er halt nochmal gehauen. Dann trinkt er links runter einen Heiltrank. Oder er macht das, was der Zwerg macht. So, passt schon. Hier. Cool. Ah ja, prima. So, dann ich würde sagen, erstmal der Oger, der schon in diesem Raum ist. Genau. Bam. Du brauchst 3 Würfel. Deine 3 Würfelchen. Ja. Ich setze keine Karte ein. Mhm. Achso.
Fünf. Sogar einen weiterwürfeln. Ja. Genau. Sechs. Der ist tot. Ja, der ist sowas von tot. Du kriegst jetzt. Ah, nee, du kriegst keine Granate. Die bleibt da liegen. Aber doch, du kriegst. Doch. Hier. Ach, ich verguck immer. Der falsche Beutetrog. Entschuldigung. Hier, eine Münze, eine Karte. Denk an die Karte. Bitte eine Karte. Denk an deine Drogen. Na gut. Ja, okay. Und, so, dann habe ich noch zwei. Ja. Ja, dann der Ork. Ja. Der Ork. Mach mal. Mach mal einen Ork. Der stinkt aber nach Fisch. Ork. Der stinkt, du ja, willst den nicht hauen. Ganz der stinkt nach Fisch. Moor, ich weiß, aber wie ist ja, wie so. Wenn du nicht fuchtig bist, der Schlechte wird zu drei. Drei? Nein. Ui! Gegenschlag. Gegenschlag, so. Drei. Aua. Ja. So. Oh. Hast du noch eine Aktion? Der hatte nur noch drei. Nee, der hatte immer acht. Der war nie auf acht gestellt. Ja. Ist das meine Schuld? Ja, okay, gut, dann geht's schon. So, hast du. Ich greife nochmal an. Was? Und zwar diesmal nehme ich eine Karte. Okay, also einen Punkt hast du auf jeden Fall schon. Ja. Das Vieh hier, das ist schon ein bisschen härter. Ja, ja, der kann schon was. Durch eine letzte Aktion. Und nix. Zwei. Okay. Oder haut er zurück? Nein, haut er zurück. Das war wohl nix. Du hast den Ork unterschätzt. Der haut nochmal mit zwei zu. So, jetzt ist aber auf drei. Ja, so, jetzt hier. Wirft da fällt, auf, da fällt laut das der Freude wirft er auch seine Waffen weg. Ja. Das war ein Patzer, der wirft seinen Morgen. Klitschige Finger. Weg mit. Das ist auch eine typische Waffe für so einen Waldläufer. Okay, gut. Dann wäre jetzt der Barbar dran. Oh ja, toll. Eins, zwei, drei. Ich kann mich kaum halten vor Spannung. Es ist so... Tja. Ja. Aber immerhin bin ich kein Zwerg. Ja. Ich mach mal als erstes mal den Seelensammler, ne? Und würfel also jetzt bestimmt eine 8. 9 wäre auch nicht schön. Eine 2. Hui! Ja. Nein, nicht so. Okay. Okay. Oh, hallo, ja. Nein. Aber der Ork würde dich auf jeden Fall mal hauen. Ne? Ist ja ein richtiger Ork. Ich glaube, der haut dich ein paar Mal, oder? So, na kommt drauf an, wie der Gegenschlag. Ein Punkt. Aber du hast dann Gegenschlag. 3 Punkte zurückhauen. Ja, genau. Schauen wir mal. Nee. Nein. Nee. Zweiter Angriff mit 2 Treffern. Tot. Oh! Mach mal Platz da. Das war witzig. Ich muss auch in die Waschmaschine. Das war lustig. Das war die zweite Aktion, ne? Das war die zweite, hat noch eine, ja. Dann bleibt er stehen. Komm ran, mein Jung. Ja, du hast keine Elfenstiefel. Ja. Ja. Komme ich euch mal ein bisschen entgegen. Er war, das haben wir sehr geschätzt, entgegenkommt bis zuletzt. So, der Waldläufer beginnt. Der trinkt das. Der trinkt kein Platz. Ja. Weil du kannst ja mit einem Lebenspunkt aufs Portal gehen und... Einfach den... Verprügeln. Du kannst ja nicht schlimm aussehen. Ja, du könntest jetzt auf... Ich teleportiere mich direkt hinter den Ork. Ja, das ist ohne Probleme machbar. Und hast jetzt dreimal draufhauen. Denk dran, im Zweifelsfall Karten zu spielen. Du kannst bis zu 3 bei einem Angriff... Du musst nicht, er versucht dir nur deine Karten zu ziehen. Ich sag's nur. Das ist übrigens der Gosaianer, der Verführer. Mhm. Ich könnte natürlich auch mal einen Heiltrank trinken. Könntest du auch. Wäre aber langweilig. Nee, ich denke mal nicht. Oder, ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine viel bessere Idee. Du hast doch die Granate. Wirf dir auf den Barbaren. Ja! Richtig. Bist du nicht der Spieler von Nemesis? Ja, bitte. Kobra, der Kobrianer. Nimm die Granate und wirf sie auf den Barbaren. Stellen Sie ein bisschen, finde ich, nimmt das gerade so ein bisschen den Jago vorweg, oder? Ja, ein bisschen. So. So, komm schon, Ork. Mitten in den Rücken rein. Mit 1 nicht. Ja, dann wehrt er sich. Ja. Dreht sich um und sagt, was? Rücken. Lass das. Ich hab Rücken. Ja, er hat Rücken. Er wurde so überrascht beim Rumdrehen. Einen Angriff hast du noch. Jetzt reicht es mir langsam. Jetzt willst du es wissen. Okay. Ja, einen hast du auf jeden Fall durch die Karte. Komm schon. Und? 4. Vier. Ja. Jetzt hast du ihn, Punktlandung aber. Hey. Punktlandung. Das war Der will seine Elfenstiefel gar nicht. Die sind von Prada. Eine Karte bitte. Na gut. So. Und eine Münze für den Waldläufer. Völliger Wahnsinn. Seht ihr, Hund auf. Jetzt der Zwerg. Tappel, 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 der teleportiert auch. Vergiss deine. Vermute ich mal. Oh ja, der. Ja. Ich würde mich in die Mitte bewegen von dem letzten Raum. Ja. Willst du nicht da durch? Dann hast du 4 Karten.
Achso, ich bin ja schon voll mit den Dingern. Ja, Gegenstand kannst ja, du eh ja, nicht ja, aufnehmen. Ja, 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 also das ja, ist dann genau. Eins. Zwei. Und jetzt passieren schlimme Dinge. Ja. Du kriegst ja erstmal 4 Karten. Das ist noch nicht so schlimm. So viele Karten haben wir gar nicht mehr. Ja. Wir kriegen dann 3 und 2. Im Zweifelsfall geht der letzte leer aus. Im Zweifelsfall kriegt man halt... Da ist tatsächlich im Regelheft, steht an keinem Punkt, der Stapel wird neu gemischt. Das nee, stimmt. Das ist auch logisch. Weil ja. Ich meine, das Spiel ist immerhin auch von Roger Ford geschrieben. Ja, Ford ist Ford. Ford. Der ist von Roch Ford geschrieben. Jetzt muss ich aber noch mal kurz fragen. Ich bin mir sicher, es gab keinen Roger Ford. Tritt jetzt schon in Kraft oder erst, wenn alle 4 Helden auf dem Feld? Ich glaube sofort. Ich glaube sofort, gell? Meine auch. Sofort. Da hat sich Roger verewigt. Oh, ey, Alter, bitte. Der erste Held, bla, wer einmal durch nur noch existiert, Monster können, Du. Du als Held. Aber es steht hier nicht. Aber es muss so sein, weil sonst könnte ich einfach jetzt durchlaufen. Ja, das stimmt. Macht ja keinen Sinn. Du als Nemesis hast nur die Macht, bis zu 6 Monster aus jenen auszuwählen, die dir noch zur Verfügung stehen. Ja, ich habe nur noch exakt 6 Monster. Dann gib alles. Die Türen öffnen sich und die Monsterflut bricht hervor. Eine Mumie schlurft heraus, ein Skelett klappert schreckenerregend. Ein Ork stinkt nach Fisch. Und der Ork stinkt nach Fisch. Er kann ja nichts. Er stinkt. Dann haben wir hier einen Ogre, der die Treppe wacht. Und auf der anderen Seite ein Ork. Wir haben eine Mumie, die hier hinten lauert. Nimm das, Zwerg. So, aber ich mache nichts weiter, denn der Baba ist erst dran. Du kannst es sogar noch ein Feld bewegen. Ach, stimmt, ja. Aber dann... Nee. Der Baba ist dran, der Knaller. So, es sind jetzt übrigens auch alle magischen Gegenstände im Spiel. Ich habe keinen Vorrat mehr. Was ist die zweite Handgranate? Irgendwo da hinten auf der Mumie. Falschläufer hat einen und die Mumie hat hier. Die Mumie hat eine Granate. Ja. Ist zwar nicht so clever. Die Mumie bitte. Also, wenn es ein brandgefährdetes Monster gibt, dann ist es ja eine trockene Mumie. Ja. So, der Baba ist. Trockenen Humor. Ja. Er ist Feuer und Flamme für diesen Witz. So, der Ritter von fragwürdiger Gestalt. Ja, so schnell wie möglich halt hin. 1, 2, 3. Die Spannung ist kaum zu überbieten. Ja, wir bieten unser Wettrennen. Ich werde wahnsinnig. Ich bin jetzt dran. Ja. Oder? Oh, cool. Ja, gut, vielleicht würfel ich ja eine 9. Das wäre ein Knaller. Das wäre jetzt der Hammer, oder? Jetzt eine 9. Nee, eine 2. Oder, Chat, habe ich einen Reroll? Nein! Das ist schon schlimm genug. So. Ey, das ist ja so die Stelle, wo ich dann auch kurz mir einen Kaffee holen gehe. So. Gut, der Manticore darf sich nicht bewegen. Aber der Ogre dürfte ein Feld vorgehen und dürfte hauen. Halt! Oh, du möchtest eine Verteidigungskarte spielen. Ja, komm, spielen wir mal eine. Okay. Und er haut mit einem, also kein Schaden. Du hast aber einen Gegenschlag. Ui, komm, 3 Würfel. 3 Würfel Ogre den Ogre. Dem Ogre eine. Nocker den Ogre. 3. Reicht nicht. Wow. Okay. Was ein knallharter Ogre. Ja, und dann haut er gleich nochmal zurück. Mit 3. So. Bam. In your face. So, und dann du auch nochmal mit 3. Du darfst nochmal zurückhauen, das ist richtig. Da ich ein paar Karten dazu gewonnen habe, nehmen wir tatsächlich noch eine Angriffskarte, um den Weg zu machen. Okay. Völliger Irrsinn. It's total madness. Und? It's total für 2. Den Arsch. Ah, okay. So, du darfst zurückschlagen. Nein. Doch, nein? Natürlich darf der zurückschlagen. Ich bin 1 gegangen und habe 2-mal gehauen. Achso, das war sein Gegenschlag. Das war nur der Gegenschlag. Nein, mehr. So. Nicht der Gegenschlag zum Gegenschlag. Die Mumie. Der Ork. Stink. Das Skelett klappert und greift an. Bist du nicht mit dem Ork gerade 4 gegangen? Nee. 1, 2, 3. Achso, ja. Sieht man nur nicht. Ich bin sicher im Zahlenraum von 1 bis 3. Du nicht. Wir können das jetzt aber witzigerweise sogar schon mal runterziehen, oder? Inge, das können wir doch machen, oder? Ja, also so ein bisschen zum... Gerne, ja. Ich kann es aber bei mir auch machen. So, wir können es auch so machen, weil... Ja, hinten ist erstmal nichts mehr. Da hinten passiert eh nichts mehr. Okay. Also, das wissen wir noch nicht. Ja, ich meine, außer wenn hier einer unten hinkommt, ja, wow, geschenkt, so, der ist also am Arsch. Das Skelett hat sich 1 bewegt. Und würde jetzt noch 2-mal natürlich, wenn es kann, 2-mal den Zwerg angreifen.
mit 2 Punkten würde es treffen. Aber der Zwerg steht noch. Der ist halt knallhart, der ist halt ein super Typ. Also ist es nicht so, dass dieser Zwerg generell dort stehen bleibt, auch wenn der auf 1 kommt? Ist es nicht vielmehr so, dass dieser Zwerg, angetrieben durch den Übermut seines Spielers... Ja. Okay. Ich mache mal Gegenschlag. So, das, ja. So, probieren wir es mal. Nein, das war ja mal eine Nullnummer. Knaller. Ja, dann darf das Skelett ja natürlich nochmal mit 2 Würfeln. Alex, du hast es heute wirklich mit dem Würfeln, oder? Und einer. Klatsch. Komm, einer geht noch. Einer geht noch. So. Genau, mach einen Gegenschlag. Ja, Entschuldigung, mach einen Gegenschlag. Schon. Mach einen Gegenschlag. Ja, das ist aber wirklich kein. Den musst du nochmal neu. Ja, der brennt. Reicht aber nicht. Reicht nicht. So. Okay, die anderen Monster schembeln auch nach vorne. 1, 2, 3. Und die Mumie? Ja. Die mumifiziert er ein bisschen? 1, 2. Oh, da kann sie noch hin. 3. So. Ist jetzt schon ein bisschen eng, oder? So, jetzt wird's eng, ne? So, das war der Blaue, jetzt ist Rot. Das ist jetzt einfach Gruppenklatschen auf den Zwerg. Der Blaue? Nein, nein, das war die Monsterrunde. Jetzt muss ich erst wieder rasseln. Jetzt muss ich erstmal wieder rasseln. Leider sieht man es nicht. Bitte, tu es doch einfach nicht. Die Inge hat ein bisschen gepenselt, hat man ein sehr cooles Gesicht. So, der Waldläufer ist dran. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt ist es rum. 3. Schmano. Ja. Ist das okay so? Ja. Oder so. Du irgendwo hin? Der Barbar wäre dran. Der hat gehört, oh, da kann man Monster klatschen. Oh, super. So, jetzt der Zwerg. Oh, da kann man Monster klatschen. So, Zwerg, jetzt gib mal was. Oder will er nicht einen Heiltrank nehmen? Ich würde sagen, du willst einen Heiltrank. Was macht, es macht keinen Sinn, jetzt hier einen Heiltrank zu trinken. Doch, macht vielleicht was Sinn. Ja, beim ersten Gegen... wenn du oben kommst, musst du ja eh was weggeben. Genau. Weil jetzt bist du an dem Punkt, du verlierst, du bleibst zwar an der Bord stehen. Ich gebe ihm recht, es würde jetzt tatsächlich Sinn machen, einen Heiltrank zu nehmen. Kann man Gegenstände abwerfen? Nee, ich glaube, es gab keine Regeln dafür. Du hättest lieber die Schuhe, ne? Ja, dumm gelaufen. Ja, halt, schade, wir haben einen Heiltrank. Du kannst auch einen Heiltrank nehmen, der bringt zwar nichts, aber dann hast du wieder Platz. Das wäre eine Option. Ich nehme genau. Ork da hinten. Verschwinde den Heiltrank, finde ich gut. Mach mal Platz da. Den Ork. Ja, die kümmern sich hier. Ui, mit 4, guck mal. Das reicht. Ja, gibt allerdings keinen, aber du kriegst immerhin. Achso, warte mal, der hier, dein Waldläufer kriegt 3 Karten. Ah, stimmt, ja. Und dein Zwerg kriegt jetzt die letzte Karte. Was? Nee, der Zwerg hat doch schon Karten gekriegt. Aber er kriegt aber eine, weil er... Achso, ja, stimmt. Ja. Und der Zwerg kriegt eine Münze. So. Fühlt sich auch so verarscht wie ich. Er ist jetzt 2 Runden. Ja. Gerade ein bisschen, ja. Laufen wir so ein bisschen in... Ich meine, es läuft nicht schlecht für mich, aber trotzdem. Es läuft aber auch nicht gut. Es läuft dir aber auch gerade prühwarmes Bein runter. Also das ist echt... Ich nehme den Oger noch. Oh, jetzt willst du es wissen. Ich will ein bisschen Platz schaffen. Okay, jetzt willst du es wissen. Ein paar Punkte sammeln. Ja, ist okay. Mach mal. Ich nehme noch ein bisschen. Ja, gib Karten aus. Finde ich gut. Ja? Aber auch mehr hier hinlegen, da sieht man die wenigstens. Ja. On. 4. Nein, das reicht. 4? 4, Du hast eine Karte ausgegeben. Ja, okay. Punktlandung. Okay. Karten gibt es keine mehr. Aber gibt's keine mehr. Gegenstand hat er auch nicht, aber... Gut. Gut, okay. Glück gehabt. So, dann habe ich immer noch eine Aktion. Mhm. Willst du auch noch vielleicht das Skelett oder den Ork da tun? Ja. Ich überlege gerade. Oh komm! Du hast noch Karten. Können die Monster auf dieses Portalfeld? Nein. Dann möchte ich tatsächlich mit dem Zwergen auf das Feld neben Ork ziehen. Ja? Ja. Mhm. Und das war's. Und dann ist jetzt Nemesis dran. Und ihr Nemesis würfelt für den Seelenjäger jetzt garantiert eine 8 und freut sich dann hämisch. Ja, dann gehen wir zwar ins Kaffee holen. Eine 6, schade. Naja, gut. Hui, ich bin ein Gespenst. Man kann nicht alles haben. In Ordnung. Ja, du hast dich geschickt hingestellt. Das Skelett kommt nicht vorbei. Aber das zum Beispiel. Hat er aber geschickt. Die Mumie kommt an dich ran. Und zimmert dir eine Und ich nehme eine Verteidigungskarte. Okay. 3. Das ist trotzdem also 2. Ja? Das ist darfst du aber zurückhauen? Ja, du darfst natürlich zurückhauen, das ist korrekt. Kann ja sein, dass du die Mumie... Der Zwerg wird jetzt tatsächlich zum Monster schlecht. Oh. Ja, da brauche ich nicht gucken. Da weiß ich... Das war mal ein guter Treffer. Bitteschön. Okay, aber
Es ist ja noch. Es ist ja noch der Ork. Moment, ganz kurz. Ich möchte anmerken, dass dieser Zwerg zweimal von diesem Seeliger sortiert wurde. Das habe ich gewürfelt. Ich hätte mit dem Ork zwei Treffer erzielt. Ja, nimmst zwei Schaden. Schnell. Du darfst aber zurückhauen. Jetzt wird es spannend hier. Oh Gott, die Spannung. Kannst du mit dem Messer schneiden? Ja, kann er. Ja, hier kriegst du noch eine Münze. Hey, ja. Das Skelett bewegt sich eins und versucht dir eine zu zimmern. Zwei. Wie viel hat er noch? Noch zwei. Okay. Gegenschlag. Da. Denk dran, halt dringend nur im eigenen Zug. Ja. Ja. Glück, 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 komm schon. Nee. Eins. Okay, die letzte Aktion des Skeletts greift dich an und macht eine 2. Stirbt Zwerg. Kommt er hier hin, ne? So, und jetzt muss er einen Gegenstand. So, ein Lebenspunkt kommt da hin und jetzt musst du einen Gegenstand, also eine Münze, eine Karte oder einen magischen Gegenstand. Oder auch ein Monster. Oder ein Monster, ja, stimmt. Nehme ich die Karte hier. Stimmt, oder auch ein Monster. Gibst du sie dir oder? Nee, die kommt weg. Die kommt auf den Ablage. Die kommt komplett weg. Weg ist weg. Weg ist weg. So, jetzt haben wir hier aber noch. Die Mumie, die. Das reicht ja, wenn sie da ist. Ja, stimmt, da komme ich. Kannst du den Zwerg nochmal hauen? Ich könnte den Zwerg nochmal hauen, ja. Ja, jedes. Kannst du jetzt mal wegzergen. Richtig. Ich kann. Boom! Also komm, boom! Das ist eine gute Idee. Ich hau jetzt zweimal nach dem Zwerg. Vielleicht ziehe ich ihm noch ein bisschen. Du kannst aber auch den Waldläufer hauen, gell? Nein, Zwerg ist. Nein. So, ein Treffer. Ja. Gut, bin ich wieder zu Boden gegangen, wieder eine Karte weg. Aber du darfst gegen. Ja, du darfst. Ja, richtig. Kann ich noch gegen? Ja, er ist tot. Nein, er verschwindet und kommt wieder her. Ja. Aber er kann nicht mehr gegenhalten. Theoretisch. Ach komm. Alex muss das sagen. Alex ist für die Regelbuch. Hast du einen Gegenschlag, wenn du... Mal angenommen, das wäre dein Spiel. Mal abgesehen davon, dass ich dich echt ausschimpfen würde, wenn du mir das als Konzept hinlegen würdest. Wie würdest du diese Regel gestalten jetzt? Also, da es ja für die Spieler gedacht ist, und es schon die ganze Zeit gedisst werden, gibt es natürlich den Gegenschlag. Ich kann kurz übergeben. Okay, sich das so vor, das ist legitim, dann gibt es noch so einen Schlag gegen die Beine mit der Axt. Ich gebe dir auch gleich mal einen Schlag gegen die Beine mit der Axt, Alex. Jetzt aber musst du wirklich. Nee, das reicht nicht. Zwei, reicht dir nicht. Ja. Die Mumie greift nochmal an. Wieder den Zwerg. Eine 3. Bounce! So. Aber Gegenschlag, ne? Dave, na klar. Ja. Und, nee, reicht nicht. Alter. So, dann rassel ich mir ein. Dass ich den Zwerg gehauen habe, darauf rassel ich mir ein. Die Verstärkung kommt eh bald, hoffe ich mal. So. Waren wir noch mal dran? Hatten wir der Barbar kommt. Alles noch der Barbar darf. Oh, völliger Wahnsinn. Ich aber nähere mich dem Geschehen. Ja. Der Ritter von zweifelhaften Geblüt. Ja. Kippt man einen Heiltrank? Mhm. Du willst mich echt verarschen. Wegen dem schenk Heiltrank, genau. Und ich gehe nach vorne, 1, 2 und hau die Feuerball-Mumie. Ja, dann mach mal mit 3. Ich will den. Gerade sagen, so, du kippst den jetzt echt weg für die Schimmel. Noch eine Karte, okay, ein Treffer hast du. Du musst da würfeln, anders geht's nicht. Ja. Ein oder da. Ein Treffer hast du schon. 4. Vier? Nein, das reicht nicht. Reicht das nicht? Oho. Sicherlich. Ja, das reicht sicher nicht. Okay. Jetzt gib nicht so an, du mit deiner Mumie. Gegenschlag. Das ist nicht irgendeine Mumie, das ist die berühmt-berüchtigte Killer-Mumie. Nee, auch nicht. Ein Punkt. Cool. Aua. Nämlich. So, dann wäre der Zwerg dran, der jetzt einen Heiltrank nehmen könnte. Und zum Beispiel sagen, ach, leck mich doch am Arsch, ich gehe zum Manticore hoch. Ja, um ehrlich zu sein, nehme ich den Heiltrank noch. Weil der Manticore kann dir nicht entgegenkommen. Das ist, und er ist nicht besonders entgegenkommend. Ja, und okay. Gegner können dir nicht auf die Treppe folgen. Also wenn ich du dahin gehst, bist du safe. Halt nee, aus dem Grund, angreifen, weil ich wirklich noch aber sie können halt nicht folgen. Ach so. Und ich schenke mir jetzt tatsächlich diese Gegner und gehe die Treppe hoch zum Manticore. Okay, gut. Dann wäre jetzt der Waldläufer noch an der Reihe. Ja, was möchte er tun? Da ist diese Mumie. Der hat da so einen leuchtenden Kristall, das wäre doch geil. Aber der Waldläufer ist voll. Ja, das ist richtig, die würde dann liegen. Der ist ich voll. Würde vorschlagen, der Waldläufer greift zumindest einmal nicht die Mumie, sondern das Skelett an. Oh, das Skelett, ja, ja. Ja. Mhm. Und danach muss ich mal schauen, was passiert. Drei. Da musst du jetzt noch, weiß ich jetzt gerade nicht. Na gut. Aber es dann funktioniert. Kriegst du eine Münze. Das war deine erste Aktion. Ja. Und deine zweite Aktion. Jetzt wieder größenwahnsinnig. Jetzt greift doch die Mumie an.
Nein, ich gehe hinter den Zwergen. Oh, du kommst. Geh hoch, ich gebe dir Deckung. Von den anderen, von unseren restlichen Freunden kann keiner genau. kommen. Dann ist jetzt ich dran. Ja. Okay, da noch, wenn ich eine 9 würfe, könnte ich den Barbaren dissen. Das ist richtig. Nein, eine 3. Okay. Hui. Und die Mumie denkt sich, ach ja, rutscht mir doch einen Buckel runter. Und geht weg. Was? Ja, ich gönne euch nicht den Kristall. Nein, das ist meine Granate. Mit der springe ich mich ganz alleine hier unten in die Luft, genau. oder was? Ja, genau. Raffeln. Sag mal, was hast du mit der Mumie gemacht? So, der Waldläufer ist dran. Es gab noch keine einzige Runde, wo ich nicht Dritter oder Vierter war. Doch, du warst einmal. Kann ich ganz Treppe am Anfang hochwerfen? Bitte? Kann ich die Treppe hochwerfen? Ja, das konntest du. Also du deklarierst dieses Feld, wo der Manticore steht. Genau, dann machst du jetzt einen Angriff mit 3 Würfeln. So, das muss halt wir können 6 würfeln. Wir können nicht modifiziert werden. Der hält 6 aus. Ja. Aber bei Nemesis habe ich irgendwie noch ein schlechtes Gefühl, dass das passiert. Ja, ich bin voll bei dir. So. Jetzt wird es spannend hier. Ah, vielleicht mit der Granate aus. Ich kann keine Karte dafür einsetzen. Nein. Die Granaten können nicht gebufft werden. Schade. Nicht schlecht, aber doch, bei 4 darfst du nochmal neu würfeln. Achso, stimmt, bei 4 darfst du einen Würfel neu würfeln. Ja. Mini-Chance noch. Puh, ja. Stimmt. Ah. Oh, es war so knapp, Alex. So. Es hätte ja funktioniert. Es hätte funktionieren können. Trotzdem hast du jetzt noch 2 Aktionen. Kannst du trotzdem mit denen da hingehen? Ja, ich gehe vor den Zwerg. Okay. Dann wäre jetzt der Zwerg dran. Der geht vor den Waldläufer und greift den Manticore. Okay. Und wie viele Karten gibst du dafür aus? Keine. Ich der Zwerg so vertraut auf sein Glück. Ja, ich würde also tatsächlich einer. Nee, wenn du musst du sie alle raushauen, alles ist ja Quatsch. Ja, wie deine Chance erhöht sich einfach sehr deutlich, also im prozentualen Bereich, wenn du mehr Treffer grundlegend durch die Karten reinbringst. Aber den wirst du mit dem Zwerg eh nicht mehr knacken. Ich sehe gerade, wer auf den Thron kacken möchte. Genau, ich will ja einen auf den Thron bekommen. Ja, aber nein, ich vertraue auf das Gute. Manche löten sich was in die Krone, der will was am Thron bekommen, finde ich gut. Okay, du musst jetzt nur 5. Ja. Kann ich überhaupt bei den Angriffskarten die Befehle nehmen? Ich dachte, das geht nur bei der Verteidigung. Nee, so 3, bis zu 3 Stück. Bis zu 3 Stück. Ich nehme es trotzdem nicht. Okay. Was dann? Okay. Warte, er hat doch keinen Unterschied gemacht. Der Manticore darf aber zurückhauen, ne? Der macht aber 3 Würfel. Nee, nur Nemesis macht 3 Würfel. Ja, oder? Ja. Oder der Manticore? Nee, nur Nemesis. Der ist einfach nur 10 mit seinen 6 Punkten. Nur der Cobra, der guckt. Der klopft sich gerade noch auf. Der ist so überrascht. Ach so, der Gegner ist der Etage tiefer. Und der ist ein Zwerg. Ja. Das geht ja gar nicht. So, was machst du jetzt? Na, du gar nichts. Also, du bist ja schon. So, ja. Gelb ist dran. Rennen. Der Ritter ist dran. Rennst du der Mumie hinterher? Ich renne der Mumie hinterher. Bleib stehen! Aber warte mal. Du? Ja? Ich stelle mich auf das untere Feld. Also das direkt an der Treppe. Genau. Okay. Das darf ich. Ja. Okay. Ja, okay. Wenn wir jetzt Elfenstiefel hätten, ne? Ja. Wenn man jetzt Elfenstiefel hätte. Wenn man jetzt Elfenstiefel hätte. Ich jetzt so Elfenstiefel. Das macht überhaupt keinen Unterschied, weil ich hier zurückgehe für 2 und mich dann wieder hinbewegen muss, habe ich sogar Bewegung verloren. Außerdem bist du doch auch voll an Gegenständen. Ja. Platz da! Ich schubse die 2 die Treppe hoch jetzt. Ja, das war's. Okay. Du darfst rasseln. Nee, ich bin erst dran. Und der weint jetzt. Es ist keiner mehr da. Ja. Oh, dann da kuschel ich mit den Würfeln. Nee, der holt sich jetzt die schicken Elfenstiefel. Hat zwar keine Füße, aber... Oh, dann hat er jetzt Handschuhe im wahrsten Sinne des Wortes. Weißt du, was er auch toll machen kann? Oh ja, das kann er auch bestimmt auch gut. Nee, kann er nicht. Oh doch, ja. Das sieht gut aus. Das machen wir so. So, was macht die Mumie? Du möchtest unbedingt die Granate haben, oder? Ja, warum nicht? Ach, Habe ich wenigstens die Möglichkeit, meine Freunde zu beschießen. 2, 3. Das ist jetzt also wirklich eine Mumie, die die ganze Zeit geht. Ja, okay. Die schlurft weg. So, aber der Manticore kann ja den Zwerg angreifen. Ja. Und das wird er auch 3-mal tun. Ja. Und ein ganzer Treffer für den Zwerg. Du darfst ja. Mit nur, das ist jetzt ein bisschen ein Crime. Ja, aber kannst du ja... Nein. Okay. Stirb, Zwerg! Ja, das war schon 3. Stirb. Also, kann man Manticore sprechen? Ja.
Ah, okay. Der kann mantikorisch. Ja, jawohl, hätte ich jetzt nicht gewusst. Der kann sogar musizieren. Ich glaube, in DSA noch, oder? Echt? Medime? Ja, ja, da hat er wow. ein bisschen vorgetrallert. Ja, ja, natürlich hat er schwer gesungen. Wow. Er konnte das aber auch gut. Ne? Ja. Ja. Aber das ist kein musikalischer Mantikor, da muss er in der Burg des Schreckens. Später wurde er auch ausgeschafft, da hat sich das erledigt gehabt, aber er konnte es. So, ja. Gegenschlag Nummer 2. Gegenschlag, ja. Oh, vier. Du darfst, noch einen, du darfst noch einen Würfel nachwürfeln. Wenn du jetzt zwei würfelst. Nein. Oh! Schade. Nein. Also, der Mantikor. Okay, der Mantikor. Auch wir. Mantikor. Ja. Der Zwerg. Drei. Oh, lauter Schreck ist hier. Oh, ich glaube, jetzt sieht es aber nicht so gut aus für den Zwerg. Ja. Der hängt ein bisschen durch. Ne? Ich glaube, ich kriege den noch hin. Ja. Okay, was? Drei? Drei. Oh, ja. Ein Leben hat er noch. Ein Leben hat er noch. So. Darfst du nochmal zurückschlagen? Ja, du darfst nochmal zurückschlagen. Ja, schon 10. Nee. Nee. 3 reicht nicht. Ja, so, das war's soweit. Also die Spannung hier hält mich echt total gefangen. Also die Frage, wann du deine Mumie kriegst, ist vor allem. Der Weinläufer ist dran. Ja, scheiße, ne? Das hat will er wieder die Treppe runter? Er verzichtet auf seine Aktion. Fantastisch. Oh. Ja, dann möchte der Waldläufer nicht jetzt noch seine Elfenstiefel benutzen. Der Barbar ist dran. Geht's von da direkt hoch? Ja, da fängt. Ja, genau, da ist eine 3. So. Ja. Da kann man hoch. Ja, da kann man auch seitlich hoch. So, dann ist der Zwerg jetzt dran, der jetzt nochmal die Möglichkeit hat. Das möchtest du nicht Karte einsetzen? Eine Karte. Eine Karte für den Zwerg, ja. So viele Möglichkeiten plötzlich. Das einen nochmal neu würfeln? Ja. Nein! Nein! Oh! Dieser Mantikor hat du machst Glück. Du machst es mir echt einfach. Happen. 2. So. Also eine Münze oder ein Monster abgeben? Ja, nimm ein Monster mit wenig Punkten, weil du musst ja möglichst viele Punkte haben. Muss mal gucken. Also wenn die nur eine 1 kriegt, kann ich das noch. Ja, du entscheidest, was du abgibst. Ja, scheiße, wir haben ziemlich viel hochrangige. So, die kommen jetzt in die Gruft und sind aus dem Spiel. Keine Gruft. So, ja. Was machst du? Der Ritter ist dran? Nee, Rot ist dran. Nein, du bist mit deinem. Erst war der Waldläufer dran. Komm, dann bist du mit deinem Zug. Dann war der Zwerg dran, der hat aufs Maul gekriegt. Und jetzt ist der fragwürdige Ritter dran. Ich gehe zur Mumie. Gehst zur Mumie, also 1, 2. Und dann haue ich die Mumie. Du versuchst die Mumie zu hauen. Die Mumie wohlgemerkt. Du weißt schon, das ist eine ziemlich harte Mumie, wa? So. Egal. Das sind 4, du darfst einen Würfel nachwürfeln. 6. So darfst du übrigens Mantikor. Ich wollte gerade sagen, wir hättest sogar eine Mantikor. Das, Oh Mann. Ja. Nämlich. Und hier, guck mal. Eine Münze. Ich eine Münze. Gratuliere. Also das sei dir jetzt gegönnt, du bist hartnäckig. Ja. So. Das waren auch meine Aktionen. Ja. Das super. Ist korrekt. So, der Mantikor ist dran. Der Mantikor ist dran. Er kann sich nicht wegbewegen. Ja, er könnte hier durchlaufen. Er, nee, eben bewegt nicht. Er bewegt sich nicht. Gar nicht, nicht? Nee, der bleibt immer als Wächter dort stehen. Der bleibt, ja. Ja gut, das ist halt auch sein Pisspot da. Ich wäre voll der Seelensam. Der Seelenjäger macht munter seine Klimmzüge. Ja. Das heißt, ich würfel jetzt ein. Ich graffe jetzt einfach mal. So, der Waldläufer. Jetzt ist der Weg frei. Also jetzt empfehle ich, 3 Karten zu nehmen. Ja, Würfel brauche ich noch. Und denk an deine Elfenstiefel. Ich habe leider nicht sehr viele Angriffskarten, glaube ich, aber 3 habe ich. Ja, aber dann da hast du ja auch wenigstens was zur Verteidigung. Ja, wir nehmen 3. Okay, 3 Punkte. Alles gut, ja, das ist ja... 3, 4, 5. Nein! Scheiße. Nein, das reicht nicht. Alex, was ist los? Ein Treffer. Habe ich nicht die Geschichte erzählt, dass ich eigentlich deswegen ein recht beliebter Meister bin, weil ich richtig schlecht würfel? Ja, dann bist du gerade kein Meister. Würfel gerne. Ja, ich weiß. Aber würfel gerne nochmal einen Angriff. Ja. Einen Angriff hast du mir noch. Bei mir ist es traditionell andersrum. Wenn ich meistere, würfel ich richtig gut. Und wenn ich Spieler bin, richtig beschissen. Die Essen kann ich nicht dran, dass ich nicht bei dir spielen will. Wenn dein Zug durch ist. Ja. 3. Brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt könntest du. Achso, ich mache jetzt erstmal einen Gegenschlag. Ja. Korrekt. Mit 3. Du hast doch so ein Abenteuer mit einem Mantikor vorbereitet. So. Ich nehme aber jetzt von der Mumie. Die Elfenstiefel. Ja. Die Mumie läuft die ganze Zeit lachend weg. Ganz genau. Okay,
Er hat sich mit den Elfenstiefeln nochmal 3 Angriffe gekauft. Jetzt geht's ab. Ein Würfel 4. Neu. 4. Komm schon. Komm. Ah, nein. Okay. Gegenschlag. Du hier, ich nehme mal zumindest eine Karte. Okay. Ja, nix. Dann nimmst du keinen Schaden. Das ist ja schon mal gut. Weiter geht's. Alex. Das könnte noch länger dauern. Oh Gott. Diese Spannung. Ich hyperventiliere. Ja, nee, damit nicht. Damit hyperventilierst du auch nicht. Ich nehme noch eine Karte. Ja. Ja, einen nimmst du. Okay. Verschenk deine Siegpunkte, finde ich gut, ja. Nachher gewinnt doch der Ritter, der gar nichts gerissen hat, weil er einfach mehr Punkte hat. Hallo? Also du hast, wenn hier einer nicht gerissen hat, dann ist das der Barbar. Ja. Der hat an dem Spiel nämlich mal geschmeidig. 4? Komm schon, Alex, genau. Komm schon. Nein. 5. Oh. Gegenschlag. 1. Ja. Dann ist er weg, oder? Nee, er hat noch 2. Ah ja, okay. Ja. Hattest du jetzt noch einen Angriff? Nee, oder? Das war's. Dann wäre jetzt der Ritter dran. Ja, ich gehe mal hoch, soweit es geht. Hier? Ja, 1? Oder dahin? Nee. Nö, ich will mich da nicht einmischen. Das sieht mir aus wie eine Privatangelegenheit zwischen dem Manticore und dem Waldläufer. Okay. Also, das wäre doch jetzt gemein, wenn ich Alex den Manticore nehmen würde, oder? Ich glaube, der Alex könnte damit. Okay, machen, ja. Dann wäre jetzt der Zwerg an der Reihe. Stellt er sich wieder an? Oder geht er von der anderen Seite? Versucht das von der anderen Seite? Ja, der ist ja ewig unterwegs, bis dahin ist der tot. Nee, der geht hinter den Waldläufer. Okay. Und jetzt darf der Barbar die Treppe hochstürmen und hört auf. Stürmen ist so eine relative Geschichte. Ja, und hört auf. Echeln. So. Nichtsdestotrotz ist der Manticore dran. Und ja. Nimmst nur einen Schaden. Okay, dann hast du noch einen. Du darfst zurückschlagen. Hey. 3 Würfel. Komm, Alex. Wir wissen, wie jetzt es geht. Endet. Jetzt bei der Verteidigung macht er ein Blatt. Nee. Okay. Nein, nicht im geringsten. 2. Angriff des Manticore. Tot! So, verlierst du eines deiner Monster oder eine Münze. Deiner Münze? Ich nehme eine Münze. Ja. Okay. Dann kann ich dir aus. Kannst du auch. Du hast volle Kontrolle über deinen Hort. So. Das ist ein Trog, kein Hort. Ja. Achso, Entschuldigung. Du hast volle Kontrolle über den Trog. Du darfst dir aussuchen, was du zuerst essen willst. So, ja, das war's dann aber von mir. Rasseln? Ja. Das heißt, ich rassel den Bolzbild. So, der Waldläufer, der mal ordentlich zum Eingang des Tempels geprügelt wurde. Ja, der Zwerg. Er stellt sich hinten an. Der Zwerg geht hoch. Und haut einmal zu. Lässt sich dann wieder schlagen und stellt sich wieder an. Ja. Wir müssen den Manticore nicht besiegen. Ein Manticore vorne. Okay. Der Manticore haut zurück. Habe ich dir schon mal den Witz erzählt? Treffen wir einen Zwerg und einen Waldläufer, einen Manticore auf der Treppe. Sagt der Manticore. Ja. Warte. 2 Treffer. Und tschüss, Zwerg. Muss Münze oder Monster? Aber warte mal, wenn wir hier von großen bösen Typen getötet werden, sind wir ja tot. Dann seid ihr tot. Okay. Ja, egal, ich gehe trotzdem näher ran. Okay. Gut, dann wird jetzt wieder gerasselt, weil Manticore kann ja nichts machen. Der geht von seinem Kack, geht da nicht runter. Ich hab gedacht, dass man das Spiel auch nicht zusammen verlieren kann. So. Der Ritter ist als erstes dran. Oh, der Ritter von der feigen Gestalt? Ja, von der ganz feigen. Ich könnte jetzt direkt zu ihm hingehen. Wenn du könntest jetzt direkt zu ihm hingehen. Was? Geht das? Nee. Eins, zwei. Ja, nee. Da kannst du hochgehen? Ja. Ich weiß nicht. 1, 2. Ja, 3. Ja, schon die Stufen kannst du hochgehen. Ja, ja. Gut, ich. Warte, wie viele Leben habe ich? 7, oder? Mhm. 7. Nee, dann lasse ich dabei und gehe zu ihm hin. 1, 2, 3. Okay. Gut. Schönen guten Tag. Hat er auch 3 Aktionen? Ja. Ja. Das hält aber durch. Dass du zu ihm hingehst? Ja, ja. Gesetzt ist gesetzt. Also jetzt ist hier. Jetzt ist mal Ruhe im Karton. Jetzt mal zappen. So. Und der Barbar, hätte er jetzt eine Granate? Könnte er noch eine Granate werfen? Der Barbar kotzt dem Ritter mal von hinten in die Stiefel. Jetzt will ich dir zum Antiker gehen. Ich stelle mich da mal. Ich kann momentan keinen erreichen. Ich stehe jetzt halt mittendrin und. Ja. Pose rum. Ja. So. Ist okay. Kannst du jetzt nicht angegriffen werden. Dann wäre jetzt der Zwerg dran. Ja. Und der Waldläufer. Nee, der bleibt aber da stehen, vermutlich. Ja. Okay. Oh, dann ist ja. Guck mal, der mit 3 Würfeln. Ja, ich baller mir mal hier meine beiden. Okay. Du ballerst dir. Du ballerst dir.
Danke, danke, von oben hier. So, also das sind schon mal 5. Fünf. Also drei. Okay, aber du darfst 4. gegenballern. Ja, dann da darf ich auch Karten einsetzen, ja? Beim Gegenhalten? Wie ist das da? Guck bitte nochmal nach. Ey, ernsthaft, da machen wir jetzt Geschiss draus? Ja, jetzt will ich es wissen. Du willst es wissen? Ich will es vor allem zu Ende bringen. Nie. Vor jedem Kampf kannst du als Held entscheiden, ob du nicht deine Treffer einsetzt. Es ist nicht beschrieben, dass du es nicht darfst. Vor jedem Kampf. Ja. Okay. Dann hier alle drei. Mhm. Man gebe mir Würfel. Okay, drei Stück. Wie viele Leben hatte der? 7, gell? Ja. 7. Drei Stück. Okay. Jetzt auf. Da gilt's nicht. Du musst hier würfeln. Ach so, oh, cool. Sehr gut. Wie schade. 4, 5, ich habe wieder das gleiche gewürfelt. 6, ja, das reicht jetzt mal. Oh Mann, wäre es jetzt mal nur ein Manticore gewesen, ha? Ja. Ja, ach, dann haut dich jetzt halt nochmal. Nemesis. Oder der Kupayana. Nemesis haut mit einem. Und dann haut Nemesis gleich nochmal. Aber er hat ja einen Gegenschlag. Ja, du darfst jetzt auf Glückstreffer hoffen. Alles ab hier sind Glückstreffer. Du kannst auf 10 kommen, aber. Ja. Ja. Ah, dann hier ist Licht. Könnte funktionieren irgendwann. Oh, oh Gott, er hat Ritter, den Ritterlichen. Nee. Ja, du bist tot. Ja, du bist tot. Münze, Monster oder... dieses Monster. Okay, dieses Monster weg. Ist er jetzt tot? Der tot ist, kann er überhaupt noch der gewinnen? Ist tot. Stimmt, okay. Muss ich dann trotzdem Monster weg? Ja. Oh, cool. Er kann jetzt trotzdem noch gewinnen. Er könnte jetzt trotzdem noch gewinnen. Ich finde dieses Spiel aber cool. Aber allerdings nur, wenn einer von euch ihn besiegt. Also Felix, war nett, dass du da warst. Feierabend. Ja. So. Immer so, als Pause, ich schaue ein bisschen zu. So, der Baba, aber der Weg ist frei. Für den Baba. Knaller. Ich gucke mir den. Ah, nee, wir müssen neu rasseln. Stimmt, das war ja. Wir müssen rasseln. So, aber der. Der Aussätzige ist zuerst dran. Jetzt wärst du mal zuerst dran gewesen. So, aber der Baba kann jetzt sein Glück versuchen. Der Baba guckt sich erstmal oben, guckt sich den Manticore an und denkt sich dann so. Nö. So, und dreht sich um und geht dann nur einen Schritt. Okay. Cool. Und sagt zu Cobra, komm doch. Nein, ich sitze hier sehr gut. Mit meinem Schlangenpopo. Du hast keinen Schlangenpopo. Schlangenpopo. So. Okay, ja, das war's. Okay, dann ist der Zwerg dran. Also wenn ich jetzt ich stand da, ne? Ja. Ich könnte dahin gehen. Ach, ich kann den einfach zweimal schlagen. Ich habe jetzt so nur noch Heiltränke. Ja, komm. Hau den Manticore, mach den Manticore platt. Oh, 5. Oh. Das gibt's nicht. Gegenschlag. 2. Ja, Gott, komm. Kleiner angeberischer Manticore. Ja, hey, gönnen wir den kleinen 2 Punkte gegen einen Barbaren, ja? Mit einer Goldwaffe. 3. Nein, das reicht nicht. Du hast auch. Du bist. Achso, ja, Entschuldigung, ich darf den Gegenschlag machen. Los. Mit nix. Ein wirklich beeindruckend unfähiger Manticore heute. Dann ist jetzt der Zwerg dran. Jetzt ist der Zwerg dran. Nach oben. 1, 2. Und könnte einmal angreifen. Nein. Weit, weit entfernt. Möchtest du noch Karten atmen? Mann, hast ja keine Karten. Tot. Oh. So. Verlierst wieder was. Ich verliere wieder was. So, und dann ist hier noch der Waldläufer. Dran. 1. Der Waldläufer hätte jetzt noch 2 Angriffe. Also ich gucke mir das übrigens als... Als Einschlafhilfe beeindruckt an. Mit welcher Intensität die Schreiter immer wieder hochstürmen. Und immer wieder abschlachten lassen. Ja, man kann auch geschickt durch Beharrlichkeit aus... Du bist dran. Ja. Ich habe nur einen 2 Angriff. Nee, du bist tot. Ach stimmt. Der hat dich weggebracht. Schwer verletzt. Also Nemesis kann ja nichts machen. Ja, ich zeige Nemesis übrigens meinen mittleren Cobra-Finger. Ja, deinen goldenen mittleren Cobra-Finger. Aber der Manticore kann ich ja angreifen und würde es mit einem tun. Das ist aber lieb von ihm. Ja, ne? Wie sieht es aus? Alles übel. Also, ist noch im Grünbereich, er hat auch noch Heiltränke, der kann sich mit Heiltränken zulöten. Hm. Ja, aber das bringt mal nichts. So, dann der Manticore nochmal. 2. Angriff. Ach, Mühsam ernährt sich das Mantikörchen, Hörnchen. Das Mantihörnchen. Genau. Du, das Mantihörnchen finde ich weniger abwegig als ein Kupra-Iner oder Rattenmännchen, aber da kommen wir dann beim Dorf des Schreckens zu. So, 3. Angriff, richtig? Ja. 2. Knaller. Ja, hier. Hm.
So, und der Baba ist bei der Verteidigung, haut den Manticore tot. Nee. Hätte ja sein rassel, können. Rassel. Ja, ich rassel. Rassel, ich bin. Also, ey, die Spannung holt mich gleich weg. Also, vor allem das da macht mich. Du bist der Einzige, der noch Karten hat, ne? Ja. Ja. So. Der Ritter wäre dran, wenn er nicht tot wäre. Ne? Nein, ich gehe nicht zum Manticore. Ich gehe jetzt diese andere. Ah, 1, 2, 3. Und der Waldbeutel. Der geht meinetwegen zum Manticore, ist okay. Der geht weiter zum Manticore. Ja. Der hat nichts. Der ist lernresistent. Ja, ist okay, ist okay. Okay, finde ich gut. Ich nehme einen Heiltrank. Das finde ich konsequent. Dann spiele ich hier das Manticore-Spiel. Das finde ich sehr konsequent. Allerdings, du weißt ja, es ist ein Zeichen von Wahnsinn, wenn man immer das gleiche tut und aufeinander das Ergebnis hofft. Ja. Dieser Manticore erscheint unbesiegbar. Eins. Ich freue mich doch auf den Cobrayaner. Der ist ja ein ganz klein bisschen leichter zu besiegen. Wenn man Karten hat. Oh, 4. 5. Schade. So. Oh, Knaller. 3. Naja, das war jetzt, ne? Das war jetzt hier, ne? Kannst du Manticore Ernie fragen, ne? Das war hier, ne? Manticore Ernie? Ja. Ach, Stromberg. So. Oh, jetzt 4, 5. Nein! Ja. Siehst du, Markus, woran ich gescheitert bin? Ja, ein. Fantastisch, da bin ich ja noch dran. Dann ach, weißt du, ich schenke dir noch einen Angriff. Ich habe dann einen Gegenschlag, aber ich schenke dir noch einen Angriff. Warum? Nein? Hm, schade. Ich nehme meinen Heiltrank. Ja. Da. Ja, ist okay. Du bist dran. Ach ja. Felix, du weißt ja, zur Punkteauszählung musst du wieder an den Tisch. Genau. Aber das dauert noch einen Moment. Du meinst, wenn wir das Punkte dauert haben. Noch einen Moment. Ja. Der Manticore ist dran. Ach so, der Manticore. Wir zwei sind noch nicht fertig miteinander. Ah, okay, ja, ist ja gut. Ja, Manticore, ein. Warum? Du hast es mit dem Barbar, ne? Nee, der Barbar hat es nicht mehr so richtig. Ja, ich weiß. Also wenn du mein Spiel jetzt kaputt machst, ja. Nee, das macht das Spiel von ganz alleine. Ich weiß, welche Unsummen es bei eBay kostet, ja? So. Oh, das ist ein sehr guter Wurf. Den würde ich, würd ich gerne noch öfter sehen hier. So. 1, aber na dein gut. Manticore ist aber auch so. Ja. Ich meine, das ist hier mehr so ein. Langsam geht die Luft aus. So. Ist so der Müdungskampf hier. Alter. So, dein letzter. Ja, ich sag das. So. Also. Oh, jetzt hast du diese Chance, Markus. Ja! Ich hab den Manticore gehabt. Oh, also man kann über den Kampf vieles sagen, aber was man ihm echt lassen muss, ist, dass er echt nicht so spannend war. Das stimmt. Also, das war. So. Ich habe ihn wirklich niedergekuschelt. Du hast gerasselt? Ich rassel. Der ist eigentlich dran, aber warte mal, der kann ja nicht. Der kann ja nicht. Obwohl er hier die Fernbedienung in der Hand hat. Ja, der kann ja nichts. So. Der Waldläufer wäre dran. Wo ist mein Manticore? Der Ritter kann nicht. Oh. Der Zwerg. Oh. Rennst du dann auch hier hoch? Kürzer. Ja, jetzt ja. So, und der Baba ist dran. 1, 2. Na, komm, geh noch eins vor. Komm, nein. Komm, trau dich. Trau dich, komm. Nein. Feigling. Bleib bescheuert. Nein, ja. Feigling. Ja. Ja, okay, dann rassel ich halt. Ey, wenn so aussieht wie du, will gleich mir nichts erzählen, ja? So. Mit deiner Schuppenleggings da. So, der Baba ist dran, ja, was machst du jetzt, ne? Dann bin ich mal tot. Na komm, komm, trau dich. Trau dich, so, jetzt hier. Jetzt gilt's. Ja klar. 3 Karten, also 3 Punkte. Das war die Idee, ne? Und jetzt würfelst du nichts. Das kann schon passieren. Ja. Sehen Sie dieses Gesicht? So, ich habe einen Gegenschlag, gell? Ja. Ja, mit 3 Würfeln, ne? Das ist so spannend, ich kann mich kaum zurückhalten. 3! So. Möchtest du mich nochmal hauen? Natürlich will ich ihn nochmal hauen. Ja, finde ich gut. Ist das noch ein Haltrank? Nein. Nee. Manticore. 2. Oh, das, ich weiß nicht, ob das reicht. Wie viel hast du gegeben? 3. Nee. 2 gilt. Okay. Reicht genau, nee. Um nichts einzustecken. Ist okay. Und mein letzter. Ja. Nee, warte mal, ich habe nur 2 einmal bewegen. Ja, stimmt, du hast die einmal bewegen. Dann wäre jetzt der Waldläufer dran, der nichts tun kann. Wir stellen an. Ja, ja. So. Barbarenklatsche. Möchtest du eine Karte ausgeben? Jo, jetzt kommt es nicht mehr drauf an. Ja. 2, also 1. Okay, aber du hast einen Gegenschlag. Vielleicht wow. Schaffst du die 10.
So nicht, so nicht, mein Freund. Wow. So, jetzt aber hier. 3! Oh mein Gott! Der Baba ist tot, ja. Nicht damit, ne? Ich kann mich vor Spannung kaum halten. So. Du brauchst die Waffen nicht mehr. Ehrlich nicht. Egal wie, du brauchst ja. Egal, es ist immer. es ist immer alles ich möchte aber wissen, in welcher Reihenfolge ich euch töte. So, der Zwerg ist dran. Ja. Dann ist der Waldläufer dran. Er hat jetzt noch 2 Angriffe. Ja. Keine Karten. Da können wir schon die Toten hier zu seinen Füßen legen, ja? Ja. Die Toten pflasterten seinen Pfad. Oh. Wow, 6. Du darfst 2 Würfel nachwürfeln. Komm schon. Daniel! Ich halte wichtig, das war die 2. Aktion. Und jetzt kackt er ihm auch noch auf den Thron. Alex, jetzt hier weg. So. Also, so, jetzt. Punkte zählen. Okay. Also, Nemesis hat ja verloren. Ja, er verschwindet jetzt in die Dunkelheit des. Wie viele Punkte bringen überbliebene Gegenstände? Gib mir mal das Heft. Dann kann ich muss ja nicht zählen, ich kann es. Ich glaube, jeweils einen Punkt, meine ich. So. So. Jeder unbenutzte magische Gegenstand gibt 2 Punkte. Habt ihr gehört? Ja, ja, ja. So. Monster, den Wert an Lebenspunkte. Jede Münze zählt natürlich den geprägten Wert. Jede unbenutzte Treffer- und Abwehrkarte, ach, die haben wir ja eh nicht. Auf einem Missis Platz stehen, bringt 5 Punkte. Okay. Der Zwerg hat 27. Das ist mehr als der Zwerg. Ja, mehr als der Zwerg. Der Waldwurf hat 33. Ich habe geschmeidige 22. Ich habe vielleicht an dem Spiel nicht teilgenommen. Tja, ich würde sagen, der tote Ritter hat gewonnen. Posthumen wird er heilig gesprochen. Also, wir haben es für dich getan. Ich muss jetzt mal abschließend sagen, du hast zwar gerade gesagt, Nemesis hat verloren. Ich glaube, wir haben alle verloren, nämlich zumindest ein ganzes Stück Lebenszeit. Unwürde. Das war teilweise echt unwürdig, was wir hier gemacht haben. Boah, ey Himmel, so, jetzt mal Besprechung. Alex, du als Gewinner, jetzt mal so heute, du hast ja damals gesagt, du hast das Spiel mit großer Begeisterung gespielt und so. Ja, damals habe ich das mit großer Wie würdest du das denn heute so einstufen? Es gibt Sachen, die ich immer noch cool finde. Das ist tatsächlich ein Teil der Ausstattung. Ja. Die Bewegungsabläufe und die Kämpfe würde ich jetzt nicht mehr gar so als hochwertig einstufen. Vor allem den Gag, dass du hier hochgehen kannst, um den Manticore zu bekämpfen, finde ich nochmal dreister. Aber die Rassel finde ich geil. Also die Rassel ist geil. Die Rassel, ey. Die Rassel macht mich weich, du. Das ist so. Gibt es übrigens beim Dorf des Schreckens auch noch. Da ist es dann das Standbild in der Mitte des Dorfes. Oh Gott. Hauptsache Rassel. Beim Tal des Drachen haben sie dann die Rassel ersetzt, da haben sie gespart. Das sind dann bloß noch so Merkerchen, die du ziehst. Hm. Ja, gut, mein Rassel ist halt auch eine harte Sache. Ja. Jetzt hier, du als Neuling, als Frischling, du als Gewinner. Das fandest du doch total geil, oder? Hier, komm. Mal angenommen, du hättest das hätte dir ein Kumpel damals gesagt, dass, statt zu sagen, so von wegen hier, lass mal das schwarze Auge spielen, hätte er das Ding auf den Tisch gepackt. Also, ich war derjenige, der das schwarze Auge auf den Tisch gepackt hat. Also mal angenommen, passiert. Du wärst der du Loser. Hättest das Ding gefunden und hättest gesagt, so, oh, cool, das muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, ich hätte es teuer auf eBay verscherbelt. Touché. Gute Antwort, Respekt, die habe ich nicht kommen sehen. Also als Spiel? Es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Aber deine Leidensfähigkeit ist beeindruckend. Ja, aber ich glaube, verwechsel das nicht, Felix. Ich glaube, wir hatten jetzt am meisten Spaß, weil wir Action gemacht haben. Ja. Wenn du das Spiel einfach nur so tröge nach Regeln gespielt hättest, wäre es, glaube ich, nicht lustig gewesen. Ganz genau, das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Also jetzt mal so, jetzt kommen wir mal von der analytischen Seite ein bisschen. Dieser ganze Ablauf hier ist nur da. Damit das Spiel länger ist. Ja. Absolut. Es gibt halt wirklich null Sinn. Das Element das von diesem Seelensammler ist eine Frechheit in Reinkultur. Das ist wirklich eins. Das ist so das Ding, wenn Nemesis gar nichts mehr machen kann, dann darf er wenigstens für den Seelensammler würfeln. Ja, aber das, Jäger. Ich glaube, da hat sich irgendjemand noch am Ende überlegt, so von wegen, ich finde das Spiel ist an manchen Stellen einfach nicht frustrierend genug. Komm, lass uns den nochmal einbauen, ja? Weil. Vor allem ist es ein absoluter Würfelgrind.
Ja, du, also im Endeffekt du würfelst du einfach nur die ganze Zeit und hoffst aufs Beste und hast nicht wirklich eine Möglichkeit, das zu beeinflussen, gerade wenn man die Karten aufmacht. Aber da muss man dazu sagen, auf der Packung steht auch die Tendenz eher zu Glück statt zu Strategie. Immerhin sind sie ehrlich in der Hinsicht. Strategie gibt es gar nicht. Also ich meine, doch, strategisch war es sinnvoll, hier hinten hochzugehen, statt einfach ein Bandikor. Geiler Scheiß. Ja. Ja, also definitiv, keine Frage, das war ein Knaller. Aber ansonsten ist das nein. Echt... Also ich meine, es ist ein rein mathematisches Ding. Jo. Und vor allen Dingen, dadurch, dass du die Karten vorher spielen musst und nicht danach, fängt das halt auch an. Also das ist so eins dieser Spiele, typisch auch durchaus für ihre Zeit, mit wo man sich wirklich fragen muss, so, sind die gebaut worden, um dich zu frustrieren? Ja. Also, weil du wirst ja für alles, was du tust, bestraft. Ja. Also, das ist so, als war an jeder Ecke und an jedem Ende, du. Ja. Geil, dass die Entwickler haben schon bemerkt, dass das Starten dort hinten, wenn du schwer verletzt bist, schon sehr frustrierend sein kann, den ganzen Weg bis dahin praktisch zu nehmen. Ja, bist du, deswegen hast du diesen Teleporter. Da nimmst du an dem Spiel auch gar nicht mehr teil. Genau. Also, ich meine, das hatten wir hier schon. Da waren wir irgendwie hier, ihr seid irgendwie da drüben durch und sowas. Ja. Und wir zwei mussten diesen Weg hier gehen. Das hat wie lange gedauert? Fünf Runden oder sowas irgendwie? Etwa. Fünf Runden. Da habt ihr da drüben. Ja. Ich habe von den Monstern, die es da noch gab, also da gab es ja Monster außer dem Manticore. Ich meine, das hat man total schnell vergessen. Weil die hast du getötet, bist du überhaupt. Das war schon. Da bin ich noch ewig der Mumie hinterhergerannt. Ja, genau. Und er war verzweifelt, ist der Mumie hinterhergerannt. Ja. Tatsächlich war das für den Zwergen sogar gut, von dem Seelenjäger erwischt zu werden. Hm. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, weil er konnte einfach das gesamte Feld aufräumen, bis nach vorne gehen. Ah, ja, stimmt. Das war wirklich so. Also, wie gesagt, dieser ganze Abschnitt hier ist völlig sinnlos. Den kannst du auch einfach weglassen. Du kannst einfach sagen, so von wegen, ihr habt hier diese, vor allem auch die Sachen mit den Waffen und sowas. Die Tatsache, dass die alle eigentlich identisch sind. Die Waffen haben keinen Einfluss, die Charaktere haben keinen Einfluss. Die Monster haben eigentlich keinen Einfluss. Man kann sagen, so von wegen, hier dafür ist es schön einfach und es wird schön schnell. Wenn es denn dafür schnell wäre. Nee. Weil die Kämpfe, ey, der Kampf hier gegen den Manticore. Eins muss man sagen, damit haben sie in einer gewissen Weise den Klassiker an Attacke und Parade auch eingefangen. Ja, also Also, Kämpfe, wie viel Schlagabtausch haben wir uns mit dem Manticore geliefert? Ja. 30 Angriffe so oder irgendwie so sowas? Ungefähr, ja. Das waren echt viele, Auch, dass die Monster keine Lebenspunkte haben, sondern es heißt einfach nur, ja, der stirbt halt ab Punkt X, aber sonst gar nicht. Das ist auch schon so. Also es ist halt... Dadurch haben sie sich halt gespart, dass man Buchhaltung machen muss und sowas, ne? Also es ist, man muss echt sagen, es hat einen trashigen Spaßfaktor. So. Allerdings, wenn du gut drauf bist, ein bisschen Bier und Beret zu spielen, wäre ja das mal. Aber es hat auch damals zu der Zeit eben ein paar wirklich coole Ideen gehabt, eben mit der Rassel. Die Rassel ist keine coole Idee. Also, doch, vor allem also zum damaligen Zeitpunkt schon. Wenn ich das haben wollte, dann habe ich Inkognito gespielt. Da hatte das wenigstens auch eine Auswirkung aufs Spiel. Gut. Ehrlich, das ist ein kooperatives Spiel, bei dem wir die Reihenfolge über eine Rassel festlegen, bis zu dem Punkt, wo das uns sogar wehtut. Ja. Ja, okay. Das ist ja nicht mal ein Vorteil. Markus, würdest du dich der Deutung des Chats anschließen, dass du das Spiel nicht geil findest? So hart wäre ich nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich würde mich der Deutung anschließen. Ich finde es halt auch, Panne, die alle Monster, ob das jetzt ein mickriger Ork ist oder ein Manticore, kam immer bloß mit zwei Würfeln an. Ja. Haben eben nur diese zufälligen Lebenspunkte. Kein also du kannst auch nicht mehr sagen, okay, alle Orks haben einen Lebenspunkt, alle Skelette zwei oder wie auch immer. Das sind halt so ein paar Mechanismen, ach nee. Es hat nichts drin. Ich meine, wenn wir schon so einen Effekt hier nehmen, nehmen wir mal deine Lieblingsrassel. Ja, das Zepter der Macht. Das Zepter der Macht. Wenn ich sowas da schon habe, dann müsste ich eigentlich wenigstens irgendwas mitmachen, was auch jeder Spieler benutzen darf. Im Sinne von, damit greife ich an. So, wenn ich das haben will. Das könnte ich ja genauso machen. Ich könnte da irgendwas reinmachen, so nach Motto, welche von den Zahlen unten ist oder irgendwie sowas dann dabei. Also irgendeinen anderen Mechanismus. Das muss jetzt also, wenn du drauf bestanden hättest, nach jedem Rasseln hätte ich es auch einem von euch in den Kopf werfen können. Also das, okay. Klong. Nein, aber ich weiß, was so du meinst. So als Element ist das Ding halt, was macht es? Es sagt, wann wir dran sind. Macht das einen Unterschied? Nein. Es ist halt wirklich ein... Es ist ein Element des Spiels, was man auch hätte dadurch regeln können, dass man gesagt haben, es läuft reihum. Ja. Aber es beginnt beim Spieler links von Nemesis im Uhrzeigersinn. Mhm. Aber man muss dazu sagen, es reicht, um 12-, 14-jährige Jungs
für das Spiel zu begeistern. Das hat funktioniert. Die Rassel sorgt übrigens auch dafür, mit ein bisschen Pech oder Glück, je nachdem, dass natürlich ein Spieler extrem bevorteilt wird. Ja, oder irgendein anderer sich gefickt fühlen kann. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist halt, ja, das Fall. Geht schon. Das geht. Respekt, das geht. Ja klar, also das kann die Rassel. Ja. Aber das würde ich jetzt noch nicht so als riesige magische Fähigkeit einstufen. Also weil ich verstehe, warum du sagst, ja. Das ist irgendwie cool, aber ich finde die Aussage, die möchte ich nicht stehen lassen, zu sagen, so, das wäre irgendwie in dem Sinne jetzt innovativ. Das ist innovativ im Sinne von Ziel verfehlt. Ja. Also, ja. Hätte was, ja. Aber zum Beispiel die Lebensrädchen unten, das ist schon eben. Natürlich. Ja. Das lasse ich eben. Ja. Die Lebensrädchen sind okay. Ich finde auch diesen dreidimensionalen Aufbau in der Intensität, wie er hier gemacht ist, ist das in Spielen in der Zeit unüblich. Da war Dreidimensionalität eigentlich die Wände und vielleicht irgendwie sowas wie die Truhen und so weiter. Aber wirklich hier so aus dem harten Plastik wirklich so einen richtigen Aufbau. Mal ganz im Ernst, für den Spielablauf. Hätte ja keine Rolle gespielt, ob das jetzt dreidimensional oder flach auf dem Boden ist. Ja. Weil alles, was da ist, hättest du auch flach auf dem Boden drucken können. Ja klar, aber das ist auch der Grund, warum wir uns heute das neue Decent holen, um genau so einen Effekt zu haben. Ja. Ne? Also von daher, das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Aber vom reinen Spiel her. Von der Optik, von der Haptik, sehr cool. Eben auch die beweglichen Türen. Wow. Aber ob die Tür jetzt tatsächlich aufgeht oder ob man einen Marker drauflegt und sie als aufmarkiert, spielt ja keine Rolle. Ja, das lasse ich dem Spiel alles definitiv. Aber ich bin echt jetzt am Überlegen, ich will irgendein Spielelement finden. Also jetzt nicht irgendwie, guck mal, ich habe eine bewegliche Tür oder naja, so. Irgendwas irgendein was Spielelement, nee, und wo das, ich sage so, und da, das nee, ist da, irgendwie da, für da seine Zeit. Eindeutig, es hat jetzt nicht wirklich. Also es steht aus meiner Sicht klar hinter HeroQuest aus der Zeit zurück oder Space Crusade. Das ist völlig egal, da steht es hinter beiden auf jeden Fall hinten dran. Und ich bin ein bisschen überrascht darüber, dass es damals für Schmidt-Spiele nicht möglich war, 92 was zu machen, was da einfach schon ein bisschen weiter war. Vor allen Dingen, weil es halt auch wirklich ein, also 12, 14 finde ich schon, 12, ja, 14 finde ich schon, wo ich sagen muss, so von wegen, okay, da kann man auch schon andere Spiele kennengelernt haben, die einem ein bisschen mehr bieten. Ich war halt schon auch im kleinen Alter begeisterungsfähig. Tut mir leid. Ich verstehe das. Tut mir leid. Es ist schon in Ordnung. Du darfst deine Rassel haben. Gib dem Steff mal die Rassel. Komm hier. Also von daher. Aber du weißt, was ich meine. Also, ja, das ist, natürlich. Es ist eigentlich ein Spiel, wo ich sagen würde, so 8 bis. Ja. Und gut, man muss dazu sagen, das Spiel war ja auch nicht billig. Nee, dafür war es einfach extrem teuer. Ja. Also weil das ist ein Spiel, das hast du nicht mal zwingend zu Weihnachten gekriegt vom Preis. Mhm. Ja, das hat damals, ich glaube, 50 Mark gekostet. Ja, ich habe mein Taschengeld, glaube ich, gespart dafür. 10 bis 88. Mit 10 muss ich sagen, ist schon. Also das Spiel ist nicht. Ist wirklich nicht schwer. Nein. Tja. Ja, aber damit haben wir. Gut. Denn diese Perle, diese Plastikperle. Das, die haben wir gehoben, könnte man sagen. Das ist es. Ja. Ja, ich jetzt kann man sie anzünden, oder? Nein. Oh, ja. Und jetzt zerbeiß ich's. Sehr schön. Also ich habe daheim noch das Dorf des Schreckens und das Tal des Drachens. Also von daher. Das Grauen geht weiter, könnte man sagen. Ja, auch das. Ihr hattet hoffentlich ein bisschen Spaß daran, denn wie Steff jetzt gerade schon angedroht hat, wir haben noch mehr von der Sorte. Das werden wir uns natürlich irgendwie, wenn wir gucken, werden wir dann auch irgendwann einbauen, jetzt nicht am Stück, dass wir. Das halte ich total durch. Ich glaube, das würde niemand durchhalten. So viel Alkohol können wir ja gar nicht gleichzeitig irgendwie mit offerieren. Aber wie schaut es denn aus, Inge? Was haben wir denn ansonsten eigentlich noch? Also diese Woche ist rum. Ne? Also nein, ist sie nicht. Aber so gut wie rum. Ich muss noch fahren. Aber dafür nächste Woche ist einiges geboten. Wir haben wieder alte Männer, wir haben wieder Plötzen. Dann ohne DSA-Spiel. Oh, ich weiß gerade gar nicht, welches wir nächste Woche haben, muss ich zugeben. Muss ich nochmal nachgucken. Sage ich auf jeden Fall Bescheid. Wir haben ein Crowdfunding, das startet. Wir haben Stimmt. Das Pathfinder-Crowdfunding, das nächste Woche losgeht. Das ist genau in einer Woche sozusagen. Ja. Abenteuer in Absalom. Und wir werden dazu vielleicht auch noch einen Stream machen. Wir werden noch ein Anno DSA zumal haben mit dem Streuner, der sterben soll. Klassiker. Ja. Vergiss also nächsten Mittwoch nicht. Ja, Mittwoch, was waren dann nochmal, Felix? Kannst du mir das vielleicht genauer sagen? Da beginnen wir mit einem neuen kleinen Format, und zwar den monatlichen Event-Streams, wo es dann darum geht, was passiert in dem Monat bei Ulysses an Events oder was war im letzten Monat. Genau.
Da bin ich dann wieder da. Erzählst du etwas über den KRK und berichtest dann, was auf der Collectors Club Krill Convention passiert. Ganz genau. Und auch vielleicht so ein paar Infos für Berlin oder Limburg, je nachdem, was halt gerade schon spruchfähig ist. Siehst du, das Collectors Club Krill mit C hat sich schon durchgesetzt. Und das Schwertpferd wird auch noch Einzug ziehen. Sag einfach ja, nicken. Ja, genau. Ihr habt jetzt gesehen, Alex von der DSA Regelredaktion hat eben das Schwertpferd als alternativer Name fürs Einhorn kanonisch gemacht. Ich glaube, wir haben da auch irgendwo ein Bild hängen davon. Vom Schwert? Ja, ich glaube. Das glaube ich, sogar neben mir. Oh Gott, ja. Schwertpferd. Sehr schön. Also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall, nächste Woche wieder einzuschalten. Für uns ist jetzt diese Woche rum. Wir haben nämlich am Wochenende den KRK und starten damit in die Convention-Saison, über die dann nächste Woche der liebe Felix dann noch eine ganze Menge mehr berichten wird. Insofern verabschieden wir uns jetzt bei euch bis nächste Woche Montag. Da geht es weiter mit einer weiteren Folge Alte Männer. Diesmal reden wir über Albedo. Auch wieder eines dieser wunderbaren Perlen aus der guten alten Zeit. Der liebe Jan Schmid hat uns schon ein bisschen erzählt, mit wie viel Freude er sich gerade durch das Ganze durchbeißt. Das ist manchmal echt großartig. Also von daher lohnt es sich dann nächste Woche wieder voll mit einzuschalten und egal was ihr bis dahin tut, würde ich sagen, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ich verabscheue mich. Ciao. Tschüss.